Hallo und herzlich willkommen bei den drei Nasen. Mein Name ist Weidemann und ich habe natürlich meine Nasenflügel Christian. Hallo. Und den lieben Mirko dabei. Servus. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr unsere Ohren, falls ihr das über iTunes oder irgendeinen Podcatcher hört, seid, oder unsere Augen, falls ihr das auf dem Kanal vom Christian on Air oder in einer unserer Playlists seht. Ja, viel passiert irgendwie seit dem letzten Podcast, den wir aufgezeichnet haben. Da haben wir doch viele Pläne geschmiedet und da soll es auch direkt zum Start gehen, drum gehen. Ja, und bevor ich mich jetzt noch weiter veraspel hier, sage ich doch erstmal, hallo Christian, hallo Mirko. Wie geht's euch? Was läuft gerade so bei euch? Christian, fang doch mal an. Ja, was läuft zurzeit? Auf jeden Fall seit, ich sag mal, drei Nasen the beginning ist auf jeden Fall richtig, richtig viel passiert. Ich glaube, der größte Unterschied zu vor den drei Nasen ist bei mir ganz einfach, die Motivation ist irgendwie eine ganz andere geworden. Man hat so viele Ideen, so viele Brainstorming, was wir auch zu dritt irgendwie schon so unter uns gemacht haben, was man alles so machen möchte. Und ich glaube, ja, dieses YouTube-Feeling ist einfach ein ganz anderes jetzt schon geworden, weil das, dieses Drei-Nasen-Projekt genau das ist, was ich immer wollte mit YouTube. Ja, guck mal einer an. Ja, du sprichst es schon an, Drei-Nasen-Projekt. Also wir haben wirklich viele Ideen und da wollen wir auch jetzt so in der Eröffnungsphase des Podcasts ein bisschen drüber reden. Vielleicht gibt der Mirko ja auch schon mal so ein bisschen Ausblick und so über das Beginning der Drei-Nasen. Das interessiert ja auch viele Leute, die uns vielleicht auf dem Wege des Drei-Nasen-Drei-Themen-Drei-Stunden-Podcasts das erste Mal irgendwie kennengelernt haben. Ja, Mirko, was läuft bei dir und gib vielleicht mal so einen kleinen Beginn des Ganzen in Ausblick. Ja, also erstmal kann ich mal komplett dem Christian zustimmen. Ne? Also bei mir ist auch die Motivation ist irgendwie noch ganz anders, wenn man sowas in der Gruppe macht irgendwie. Ne? So YouTube für sich alleine ist schon ein geiler Scheiß sozusagen. Ne? Aber dann mit euch zwei Bekloppten das Ganze nochmal zu machen, ist dann irgendwie nochmal gleich eine Nummer geiler irgendwie. Also man vergeht kein Tag, an dem man nicht irgendwie denkt, was könnte man machen? Oder man kriegt so viele Ideen zwischendurch, wenn man irgendwie was aufschnappt oder so. Ja, und wie hat das angefangen? Ne? Da könnte man jetzt ganz weit zurückgehen, wenn man wollte. Ne? Einmal diese Nachricht, die ich letztes Mal schon vorgelesen habe vom Christian, der mich damals auf meinen YouTube-Kanal angeschrieben hat. Ne? Von wegen, wollen wir nicht mal was zusammen machen über Wrestling und den Weidemann würde ich auch gerne mal ins Boot holen und so. Und das war ja quasi fast ziemlich genau ein Jahr, bevor das überhaupt so richtig bei uns losging. Ja, und für mich so der Startschuss war dann eigentlich so der Survivor Series Triple Threat Podcast, wo man dann gemerkt hat, yo, das mit uns drei, das fluppt. Ne? Wie verrückt. Und dann, ja, das habt ihr mir dann ja dankenswerterweise auch so bestätigt. Also das haben uns wirklich alle drei haben uns gleich gut verstanden und haben gleich gemerkt, jo, das ist geil, das muss man eigentlich mal wieder machen. Und dann kam ja die Idee mit diesem Jahresrückblick. Der kam übrigens, als ich den Was geht ab Podcast gehört habe, wo die ihren Jahresrückblick gemacht haben. Da dachte ich, Mensch, eigentlich könnten wir sowas doch auch machen. Mhm. Ja, das und stimmt. Dann dachte ich erst, das wäre so ein einmaliges Ding, ne? Und dann hast du ja Weidemann rausgehauen während der Aufnahme, was ich auch total cool finde, dass man das quasi live on tape hat, wie dann so dieses Drei-Nasen-Projekt entstanden ist, ne? Von wegen, ja, wollen wir das nicht machen? Drei Nasen, drei Themen, drei Stunden, drei Monate. Und wir dann gleich gesagt haben, yo! Das war ja so der Startschuss eigentlich, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich irgendwie so im letzten Podcast so ergeben, dass wir wieder gemerkt haben, ey, das war nicht so eine einmalige Nummer irgendwie, wo es aus Zufall mal so richtig gefunkt hat zwischen uns dreien, sondern das haben uns auch viele Zuhörer bestätigt und so, die Chemie, die stimmt da irgendwie einfach bei uns dreien. Und da haben wir direkt während irgendeiner Pause, die wir zwischen den drei Themenblöcken eingelegt haben, direkt mal uns fix gemacht, was eh schon so im Hintergrund ein bisschen gebrodelt hat, ob wir das nicht wirklich mal regelmäßiger machen wollen. Ja, Christian, und du wolltest gerade schon einspringen. Es wird jetzt nicht nur bei drei Nasen, drei Themen, drei Stunden und drei Monaten bleiben. Das ist der große Podcast, den wir regelmäßig alle drei Monate bringen wollen, sondern gerade du hattest eine Menge Ideen und du kannst ja schon mal ein bisschen was raushauen, was wirklich schon so halboffiziell jetzt raus kann, was so in den nächsten Zeiten mal so unsere Zuhörer und Zuschauer erwarten wird. Okay, also auf jeden Fall, wie schon gesagt, dieses drei Nasen, drei Themen, drei Stunden ist quasi, soll so dieses Urgestein bei diesem Projekt quasi sein. Und darüber hinaus, weil wir, ja, wir mögen uns so sehr, dass wir sagen, wir können nicht drei Monate abwarten, ohne uns zu hören oder das funktioniert so einfach nicht. Deshalb kam dann ganz schnell die Idee und ich bin ja so zurzeit so ein kleiner Bimmelschüler, der so seine Weiterbildung da macht und in der Schule, ihr kennt es vielleicht von früher, man hat oft Langeweile und macht was anderes, außer dem Unterricht zu folgen. Und dann habe ich mir dann einfach mal einen Stift und Zettel genommen und einfach ein bisschen Brainstorming gemacht und
Es sind so viele Ideen gekommen. Also von einfach gemeinsam jetzt Spiele miteinander spielen. So ein Titel wie, ich sag's bestimmt wieder falsch, Mirko, wie hieß es? A Way Out. haben wir zum Beispiel gleich so, weil der Mirko und ich tatsächlich schon oft überlegt haben, gemeinsam mal so ein Let's Play zu machen und das Spiel wäre zum Beispiel prädestiniert dafür. Dann, ja, darüber hinaus so Smash Brothers wollen wir eventuell mal zusammen spielen. Was haben wir noch gesagt? So eine sehr simplen, banalen Sachen wie Name, Stadtland, Wrestler oder sowas möchten wir da gerne vielleicht mal bringen. Und wie auch so eine Podcast wie jetzt einfach, die rausgelöst aus dieser dreimonatigen Geschichte ganz einfach immer wieder kommen, wo wir ganz einfach sagen, das liegt uns allen dreien auf der Seele, auf dem Herzen und darüber möchten wir einfach reden. Genau, also wir haben auch gesagt, na, wir sollten schon definitiv monatlich was von uns hören lassen. So Videoprojekte wie jetzt so, wir spielen irgendwas zusammen, wie zum Beispiel Smash Brothers oder so, wo wir alle drei totale Noobs drin sind, aber gerade dadurch wird es, glaube ich, lustig. Das sind dann nochmal so Sachen, die on top kommen, aber hier so im Podcast, rein audiotechnisch, werden wir auf jeden Fall monatlich was von uns hören lassen. Und das ist heute jetzt so die erste Ausgabe in dieser Reihenfolge, sage ich mal. Und alle drei Monate, also bei uns jetzt pünktlich dann, kurz nach der WrestleMania wollen wir uns zusammensetzen für den nächsten richtigen Drei-Nasen-Drei-Themen-Podcast. Ja, mit 3 Stunden werden wir wahrscheinlich wieder nicht hinkommen. Die WrestleMania ist ja natürlich ein Thema, über das wir alleine schon 3 Stunden wahrscheinlich reden können. Oh ja. Allein schon Hall of Fame. Oh Gott. Ja, aber wir machen heute einfach mal so einen kurzen Snack für zwischendurch. Also ich habe mal sowas angeplant. Irgendwo zwischen 1,5 und 2 Stunden, denke ich mal, werden wir irgendwo landen. Und das Hauptthema ist heute das Gaming-Jahr 2018. Wir haben im Jahresrückblick ja über das Jahr 2017 gesprochen, unsere Top 5, was so auch im Gaming-Jahr sehr auffällig war und so weiter, und haben natürlich zeitlich dann absolut nicht mehr geschafft, einen kleinen Ausblick zu machen. Und was wäre angebrachter, als wenn wir das jetzt mal machen, so früh im Jahr noch, denn es sind so viele geile Sachen angekündigt für 2018 und ich denke mal, es wird auch noch auf der E3 oder so oder vielleicht auf einer Gamescom wird vielleicht auch noch was Kurzfristiges angekündigt, was man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Ja, deswegen würde ich mit euch ganz gerne heute über das Thema reden oder wir drei mit euch Zuhörern. Apropos Zuhörer, ne, wir haben jetzt sehr viel auch über die ganzen Projekte, die so anstehen, geredet. Das wird man sowohl auf dem Kanal vom Christian mitbekommen, ne, da machen wir auch immer so eine Videodatei fertig, und gleichzeitig aber auch auf diesen ganzen Podcast-Formaten und unserem Blog im Internet, den man übrigens unter www.dreinasen.net findet oder ja, zum Beispiel bei iTunes. Einfach mal nach 3 Nasen suchen oder wenn man einen Podcatcher nutzt, auch da einfach die Suchfunktion 3 Nasen eingeben. Da sollte man uns eigentlich finden. Auch wenn wir nicht die einzigen sind, die sich 3 oder 2 oder 5 Nasen nennen bei Podcast-Formaten, sind wir dennoch irgendwie relativ weit oben in der Suche. Unsere Nasen kann man erkennen, auf jeden Fall. Auch dank der schicken Kanalbilder, die wir jetzt haben. Ne? Hammergeil, ne? Also da nochmal nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an KP. Ich hoffe, ich spreche das korrekt aus. Er ist eigentlich, soweit ich das mitbekommen habe, nur auf Twitter unterwegs. Er hat mir heute übrigens einen Videokommentar zu meinem letzten Video auf YouTube über Twitter zukommen lassen, weil er, glaube ich, auch kein YouTube-Konto hat. Also, ja, er hat sich irgendwie bei uns gemeldet, weil er ein schönes Fanart für den Mirko gemacht hatte. Und da habe ich auch so gesagt, Alter, wie geil. Und alleine als Dank, dass ich es dir von Twitter übermittelt habe, hat er mir nochmal eine Zeichnung gemacht zu meinem Auf-dem-Klo-Mit-Format, wo ich mich schon völligst abgerollt habe. Und ihr habt ja auch beide gesagt, ey, die Arbeiten von dem sind so Hammer. Und ja, da kam ich direkt auf die Idee, ja, wir brauchen eh noch ein vernünftiges Thumbnail oder sowas. Und habe ihn mal gefragt, ob er nicht Bock drauf hat, da ein bisschen was für uns zu machen. Und was da rausgekommen ist, wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, ihr seht heute das Thumbnail, was auch so ein bisschen Gaming-Thema hat, wo wir quasi vor so einer Art Fotowand stehen als Comiczeichnung. Er hat auch fürs Thema Wrestling so eine geile Sache gemacht. Die halte ich aber erst noch ein bisschen hinterm Berg. Die machen wir definitiv zur WrestleMania, würde ich sagen. Das Ding feiere ich komplett ab. Naja, und dieses schöne Leuchtschild, was er für uns gemacht hat, was quasi unser Haupt-Thumbnail für den ganzen Podcast der 3 Nasen ist. Ja, also tausend Dank nochmal von meiner Seite. Von meiner auch. Spreche ich für euch alle beiden Dank mit. Ne? Die 3 Nasen danken ganz, ganz herzlich, KP. Das war wirklich Hammer und ist natürlich eine absolute Weiterempfehlung für alle, die auf der Suche nach einem vernünftigen Artist sind, der ihnen da schnell und auch sehr zuverlässig irgendwie Sachen anfertigen kann. Ja, Kontakt stellen wir natürlich gerne her. Ja, was ist denn sonst noch so passiert? Fällt euch noch was ein, bevor wir ins Spielejahr eintauchen?
Ja, ich möchte ganz einfach nur noch mal kurz sagen, dadurch, dass das Drei-Nasen-Projekt da YouTube-mäßig bei mir auf dem Kanal jetzt seinen Platz gefunden hat, fand ich es sehr, sehr schön zu sehen, wie wirklich tatsächlich auch Zuschauer von euren beiden Kanälen den Weg dadurch zu mir gefunden haben. Das habe ich ja durch die Kommentare und so mitgekriegt. Und dann auch in anderen Videos, die jetzt explizit jetzt nur von mir waren, dass die Leute dann auch auf einmal am Start waren, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ich habe aber auch tatsächlich mitgekriegt, dass es andersrum auch passiert ist. Ja. Also, dass wirklich Leute den Weg zu euch gefunden haben. Auf jeden Fall. Von dieser Christian on Air Community hier. finde ich natürlich einfach spitze, ne, dass das so funktioniert hat und freue ich mich natürlich sehr drüber. Ich freue mich auch tierisch über die Aufrufzahlen, muss ich ja sagen, auf deinem Kanal. Ich meine, unser größtes Feedback-Forum ist ja eigentlich noch YouTube, ne? Also wir haben erstmal nur positive Kommentare bekommen. Ich weiß gar nicht, hat es einen Daumen runter gegeben mittlerweile? Na, spätestens jetzt bestimmt ja. weil sich da einer bestimmt den Scherz erlaubt, aber ich sag mal, so eine Leute gibt es ja natürlich immer. Aber ist ja nur positiv, was dort an uns herangetragen wurde und motiviert natürlich extrem, noch mehr weiterzumachen. Auf jeden Fall. Ja, und ich hatte mir so 200, 300 oder 400 Aufrufe hatte ich mir erträumt und ja, meine feuchten Träume wurden weit übertroffen. Wir sind, glaube ich, jetzt fast auf dem Weg Richtung 1000 so langsam, ne? Ja, das ist wirklich faszinierend. Es ist wirklich der Wahnsinn, weil ich weiß, klar, bei mir auf dem Kanal wären so eine Videos, die Leute sind da mal ein bisschen kritischer. Ist natürlich Content, der rausgelöst des üblichen Contents ist, weil ein Podcast ist natürlich was ganz anderes, ne? Aber dafür kam es wirklich mega an, muss ich einfach so sagen. Deswegen auch da ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Also da kamen viele Kommentare bei uns an, sowohl unter dem Podcast, den wir eben auch auf der YouTube-Seite von Christian gepostet haben, als auch Leute, die jetzt meine oder auch Mirkos Videos regelmäßig gucken und sich richtig gut mit uns austauschen. Den Effekt hatten wir eigentlich jetzt nicht so beabsichtigt, aber das ist natürlich echt ein toller Nebeneffekt irgendwie, ne? Ja. Denn, also Christian, das muss ich ja mal sagen, deine Zuschauer sind wirklich sehr mitteilungsbedürftig. Das ist auch wunderbar so, weil dafür macht man das Thema YouTube, ja, um irgendwie in Austausch mit der Community zu kommen. Und also wirklich Hammer. Ich bin auch absolut überwältigt von der Reaktion und hoffentlich geht's so weiter, ne? Ich bin ja von Weidemania noch ganz andere Zuschauer- und Zuhörerzahlen gewohnt und selbst da kommen ab und zu immer Leute auf mich zu und sagen, ja, ich höre das so gerne und cool, dass du das immer noch weiterbringst und so. Das ist ja damit jetzt komplett durch die Decke gegangen. Aber Jungs, wir sollten uns nicht zu weit hier durchs Dach jubeln selbst. Ne, dafür sind ja unsere Zuhörer da. Ne, also klar, wir hören immer gerne Lob und was gut und was nicht so toll bei euch ankam, das ist immer gerne gehört, aber weil man kann sich da auch selbst immer schlecht einschätzen. Das ist halt so. Wir sind da auf euer Feedback angewiesen. Ja, ich habe auch aktuell wenig zu sagen, was so aktuell bei mir läuft. Ich habe jetzt gerade Hellblade angefangen. Ich versuche mich gerade kopfmäßig noch so ein bisschen davon zu verabschieden. Das nimmt einen ja wirklich, steckt einem den Kopf in die Waschmaschine und rührt einmal ordentlich durch. Das ist wirklich ganz schön anforderungsvoll. Mhm. Und außerdem habe ich noch eine geile Sache gerade gemacht. Und zwar habe ich endlich mein meine Neo SD-Karte für mein Neo Geo AES-System ausprobiert. Und das ist ja mal richtig geil. Das ist so eine Flashkarte, da kann ich alle ROMs drauf schaufeln und quasi an der Original-Hardware spielen. Das wäre geil. Da kann ich jetzt so richtig das Arcade-Feeling feiern die nächste Zeit. Ja, genau, wir sind jetzt irgendwie schon so ein bisschen drin im Thema Gaming. Was zockt ihr gerade so aktuell? Oh mein Gott, soll ich anfangen? Ja, mach. Im letzten Podcast haben wir darüber geredet, dass ich mir ja demnächst eine Switch kaufen werde und es ist passiert, Leute, ich habe eine Switch, habe auch ein Unboxing dazu gemacht bei mir auf dem Kanal, für die, die es interessiert. Übrigens nochmal vielen Dank, bis jetzt bestgeklicktes Unboxing bei mir geworden, richtig geil. Cool. Ich habe mich ja gefreut wie ein kleines Kind, ne, das ist Wahnsinn. Und das ist jetzt wirklich die Konsole, an der ich jetzt sitze. Ich bin eigentlich am Zelda spielen wie ein Bekloppter. Mario Odyssey natürlich mit der Frau jetzt hauptsächlich zusammen. Bei Mario und Rabbids bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht zugekommen, aber ist auch überhaupt nicht schlimm, das rennt nicht weg. Und ja, und was ich hier sehr faszinierend finde, weil da ist die Meinung ja sehr kontrovers, ich spiele es wirklich hauptsächlich im Handheld-Modus. Also ich sitze wirklich auf der Couch, meine Frau kann ihr Wisch und GZSZ Gedöns bla bla gucken und ich kann dann halt in Ruhe mein Zelda dort spielen. Und ich hätte nie gedacht, dass ist ja schon ein großes Gerät, muss man ja einfach mal so sagen, ne? Dass es
doch schon so gut in der Hand liegt und dass mir auch die Hände jetzt nicht wehtun, wenn ich da wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde sitze, ne? Also, geile Konsole, überzeugt mich bis jetzt wie die Sau. Gut, als Hauptkonsole jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber als Zweitkonsole genial. Na ja, genau, so hat man das ja auch im Jahresrückblick gesagt. So als Zweitkonsole wirklich kann ich mir auch kein geileres Gerät vorstellen und ich mache es übrigens genauso wie du, Christian. Ich höre das von so vielen Leuten, die sagen, ja, eigentlich benutze ich die nur im Docking-Modus. Bei mir ist es genau umgekehrt. Also ich nutze sie sehr selten im Docking-Modus und meistens so, um in der Nähe der Frau zu sein. Aber ja, wenn sie halt irgendwas guckt, was mich so überhaupt nicht interessiert, ich sag nur Hashtag Shopping Queen oder Tränen und wie das alles so heißt, ne? Also da denke ich mir dann doch lieber, oder GZSZ hast du ja auch gesagt, da denke ich mir doch so, ja, guck du mal, ich mach mal hier so ein bisschen Zelda-Action oder so. Das ist wirklich echt eine richtig geile Sache, wie man die Konsole nutzen kann. Ich würde sie wahrscheinlich auch öfter im Handheld-Modus benutzen, nur bei mir ist dann halt noch das Problem, in Anführungsstrichen, dass meine Tochter ja noch da rumwuselt, ne? Und wenn ich dann mit so einer schön blinkenden Konsole quasi oder so einem Handheld in meiner Hand da auf dem Sofa sitze, dann habe ich da alle 10 Sekunden so eine kleine Kinderhand auf dem Display. Und deswegen, ich nutze die Switch dann wirklich nur hier in meinem Hobbyraum dann halt stationär am Fernseher, ne? Also, sonst würde ich selbstverständlich. Vielleicht würde ich so sonst auch das auch öfters mal im Handheld-Modus zocken. Habt ihr die schon mal irgendwie? Na gut, du jetzt, Christian, noch nicht, aber Herr Weidemann, hast du schon mal draußen gezockt mit der Switch? Im Sommer oder so? Ja, ich hoffe, mein Arbeitgeber hört das jetzt gerade nicht. Ja, ich habe die schon mal mit. Ich bin ja im Außendienst unterwegs und ich habe auch im Sommer mal, also wo die wirklich noch frisch war, die letzten Monate habe ich sie nicht wirklich mitgehabt. Da habe ich dann auch mal, wenn mal ein Termin ausgefallen ist oder so, da habe ich auch bis zum nächsten Termin dann mal so ein bisschen, hier und da mal so einen kleinen Tempel von Zelda erledigt. Ne? Was? Mein Arbeitgeber wird jetzt natürlich gerne hören, dass ich irgendwelche anderen Tätigkeiten gemacht hätte, aber naja, so war es halt. Aber gut, wie gesagt, die letzten Monate habe ich das auch absolut nicht getan. Das war so im Sommer, als das Ding frisch war und man so kaum abwarten konnte, da weiter zu zocken. Ja, was du gerade sagst, Mirko, das ist mir die Tage auch so gegangen. Wir hatten hier so ein bisschen also das war so um die Weihnachtszeit, da hatten wir viele, viele Leute hier, um so ein traditionelles Burger-Basteln zu machen. Da waren wir diesmal Ausrichter. Und da waren auch ein paar Kinder bei, vom Alter, ich sag mal so 2 bis 5. Und einer, der so ein Ausreißer war, der ist, glaube ich, mittlerweile 14 oder 15. Und dem habe ich die Switch mal in die Hand gedrückt, weil er so anfing zu schwärmen, wer weiß, vielleicht kriege ich die ja zu Weihnachten oder so, oder er wünscht die sich so und er wird so gerne mal das neue Mario spielen und ich sag so, ja, hier, bitte, mach mal. und der kriegte erstmal den Mund nicht mehr zu, sagt so, was, darf ich echt? Und ich so, ja klar, du kannst ja nichts kaputt machen. Ich war ja dann auch schon durch und so und ich habe ihn dann mal ein bisschen da in den Leveln rumlaufen lassen und ruckzuck standen natürlich alle anderen Kinder daneben und mit offenen Mündern. Und wir haben uns vorher so Überlegungen gemacht, wie kriegen wir denn die Kinder ein bisschen beschäftigt, während wir da so unseren Erwachsenen Spaß haben. Hätte ich die Switch mal eher ausgepackt, ne? Also die waren wirklich 2 Stunden lang mucksmäuschenstill da irgendwo in der Ecke. Also das war wirklich Wahnsinn. Ja, mich beschäftigt die Switch im Moment auch noch. Also um mal kurz zu erzählen, was ich jetzt gerade spiele. Ich habe Mario Odyssey jetzt für mich auch beendet. Ich habe das ja als Let's Play laufen. Da kommen jetzt noch die letzten Folgen, aber ich habe es tatsächlich schon durch. Also man produziert ja immer so ein bisschen vor. Und ich war dann so angefixt, dass ich es gleich danach nochmal von vorne angefangen habe für mich, weil jetzt kann ich mir die Level dann doch mal richtig schön in aller Ruhe angucken. Das mochte ich im Let's Play nicht tun. Dann doch mal richtig schön auf Mondsuche gehen und nebenbei kann man dann auch immer schön noch irgendwie einen Podcast oder ein YouTube-Video laufen lassen und so. Ja, und deswegen bin ich jetzt tatsächlich genau wie du, Christian, quasi auch gerade am Mario Odyssey zocken. Ja, ist schon ein richtig geiles Ding, viel Fanservice drin, ne? Auf jeden Fall. Macht richtig Spaß. Läuft auch wie aus einem Guss. Ja, aber Mirko, du hast jetzt tatsächlich komplett neu angefangen. Ich habe nochmal von vorne angefangen, ja. Okay, weil eigentlich musst du das nicht. Ich weiß. Das gibt ja am Ende auch noch einen Bereich, den habe ich mir noch nicht angeguckt. Ne? Also wir wollen jetzt ja hier nicht zu viel spoilern, aber ich wollte das nochmal komplett von vorne spielen, tatsächlich. Ja, ich schreibe dir das vielleicht einfach mal privat. Ich will dem Christian ja hier nichts vermiesen irgendwie. Ja, wehe. Genau. Weil gerade das, was du gerade so machst, so Monde sammeln und so, könntest du eigentlich auch von der Warte aus machen, wo du im Endeffekt jetzt nach dem Ende gelandet bist. Ach so, ja, okay, ne? Dann mache ich das vielleicht ein bisschen zu umständlich. Aber das schreibe ich dir dann nochmal privat. Alles klar.
Ja, meine Lieben, genau, Mirko, du hast noch gar nicht so erzählt, was du so außerhalb der Switch und Mario gerade so zockst. Gibt's da noch irgendwas, wo gerade so der Fokus drauf liegt bei dir? Eigentlich, die letzte Zeit habe ich gar nicht so viel gezockt. Ich habe mich jetzt mehr so auf YouTube gestürzt, ne? Jetzt so auf das Brainstorming, was jetzt unser Drei-Nasen-Ding angeht und auch für mich selber so ein paar Sachen zu produzieren. Und ich habe auch noch mit dem Kai vom KBM Plays habe ich noch was aufgenommen, jetzt ein Perlen auf Scheiben, was jetzt schon draußen ist, wenn wir diesen Podcast rausbringen zum Beispiel. Gezockt habe ich jetzt nebenbei noch auf der Switch. Ich wollte noch mal wieder ein JRPG eine Chance geben und ich habe Xenoblade 2 angefangen. Hab das jetzt 5 Stunden gespielt und jetzt schon seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Also mir hat es eigentlich gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen, bis auf dieses Kampfsystem irgendwie. Da bin ich nicht so ganz mit warm geworden. Und es ist halt mega komplex, ne? Also gefühlt habe ich irgendwie alle 2 Minuten ein neues Menü um die Ohren geschmissen bekommen, wo ich dann mal reingucken sollte, laut dem Tutorial. Aber so vom Setting, von den Charakteren her und so weiter, fand ich das eigentlich schon interessant. Aber dann kam mir halt Mario Odyssey dazwischen. Ja, und jetzt liegt Xenoblade hier im Moment in der Ecke. Hat ja grundsätzlich ganz gute Kritiken bekommen, aber ist ja natürlich auch ein Titel, wo man viel Zeit reinstecken muss, ne? Mit 5 Stunden hast du da jetzt wahrscheinlich noch nicht mal 1% vom Spiel gesehen, Nee, eben. Ich habe auch schon so gehört, so wahrscheinlich. zwischen 80 bis, je nachdem, was du alles so spielst, 200 Stunden kann man da wo reinstecken, ne? Und ja, Ja. ob ich das dann jetzt noch so durchziehe. Ich muss eigentlich auch noch Ni no Kuni einspielen, weil im März. Na, jetzt greife ich schon fast ein bisschen vor auf das, was 2018 so kommt, ne? Aber Ni no Kuni 2 kommt ja bald und ich habe mir diese Collector's Edition vorbestellt, ohne Ni no Kuni 1 bisher gespielt zu haben. Und ich wollte mir eigentlich den ersten Teil vorher mal angucken, ob ich dann, damit ich dann weiß, ob ich wirklich 150 Euro für diese Collector's Edition ausgeben will. Nicht, dass Also, das dann. da grätsche ich rein. Ja. Weil Ni no Kuni tust du ja mein, ich möchte es wirklich sagen, mit Lieblings-PlayStation 3-Spiel ansprechen jetzt hier. Ich bin auch so wie du, der nie so richtig warm geworden ist mit JRPGs. Ich sag jetzt mal, bis auf die üblichen Verdächtigen wie Final Fantasy oder so. Aber Ni no Kuni ist mit eins der genialsten, ich möchte wirklich sagen, Meisterwerke, was ich je im Videospielgenre erlebt habe. Es hat kein Spiel bei mir so geschafft, so eine Emotion freizusetzen. Also schon am Anfang. Ich will dir wirklich nicht spoilern, weil ich dir diese geile Story echt nicht kaputt machen möchte. Weil ich kenne so ein bisschen von dieser Ja. Geschichte. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Also wirklich jetzt, mich hat das so mitgenommen. Wahrscheinlich bin ich doch ein bisschen nah am Wasser gebaut, aber dann ist das halt so. Nee, und ja, und dann auch im weiteren Spielverlauf. Du bist mit diesem Oliver, wie der Held, sage ich jetzt mal, heißt in diesem Spiel. Du fühlst mit dem so mit seinen Weg, den er dort beschreitet, und du bist komplett mit drin. Aber ich sag auch ganz ehrlich, selbst ich ist schwer einzuschätzen, aber ich glaube, wenn du dieses Spiel jetzt hauptsächlich storymäßig spielst, ich glaube, du kommst trotzdem gut auf deine 70, 80 Stunden, würde ich jetzt mal schätzen. Aber es wird verdammt noch mal nie langweilig. Das muss ich einfach mal so sagen. Und ich habe dieses Spiel genossen und ich sitze ja hier wie auf brennenden Kohlen, ne, und warte auf den zweiten Teil. Das ist ganz schlimm. Dann hast du auch die Collector's Edition vorbestellt, wahrscheinlich, ne? Na, Sigi! Na, Sigi! Ja, ich meine, ich verrate jetzt auch schon mal ein kleines Stück und sage, ja, auf meiner Liste steht es zum Beispiel gar nicht, weil ich eben auch den ersten Teil noch nicht habe, aber ich bekomme natürlich den Hype um das Ding mit und ich werde auch mal natürlich neugierig drauf gucken, was ihr dann so alle dazu sagt. Aber es wird bei mir definitiv nicht zum Verkaufsstart im Einkaufskorb landen. Ja, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich habe jetzt gerade mit Hellblade angefangen. Das heißt aber auch, wie ich im letzten Podcast schon erzählt habe, dass ich Uncharted Lost Legacy mal eben ganz schnell nachgeholt habe. Also mein Pile of Shame wird gerade ein bisschen kleiner, da arbeite ich so nebenher ein bisschen dran. Das Uncharted hat übrigens richtig Bock gemacht. Da hat der Christian mir auch schon gesagt, dass er das auch noch nachholen möchte. Ich glaube, du hattest auch den vierten Teil noch gar nicht Ach, gespielt hör von mir Uncharted, auf, ich ne? will gar nicht dran denken. Da hast du noch was vor Und dir. das ärgert mich so sehr, weil ich so ein Riesenfan dieser Reihe bin, weißt du? Also 1 bis 3 gespielt, dann diesen Vita-Ableger habe ich gespielt gehabt damals. Okay. Und ja, ich weiß auch nicht, warum das bei mir so durchgerutscht ist, ne? Tja. Das weiß ich nicht. Also ich finde bei beiden Teilen, also sowohl bei Part 4 als auch bei Lost Legacy, gefällt mir das Setting unheimlich gut. Jetzt bei Lost Legacy ist es nochmal so ein bisschen unverbraucht mit diesem Indien-Setting und so. Also das ist wirklich eine richtig coole Sache. Ich meine, gut, klar, wenn man da irgendwo mitten im Dschungel rumspringt oder in irgendwelchen Höhlen, dann sieht es natürlich aus wie immer. Aber so einige Szenen zwischendrin, die sind doch wirklich sehr erfrischend und gerade auch durch die beiden anderen Hauptprotagonisten diesmal. Ja, und auch die Länge, das ist wirklich sehr angenehm für mich gewesen. Um es mal eben schnell nachzuholen, ja, war ich da
einfach auch so in 4-5 Tagen irgendwie mit durch. Immer so kurze Sitzungen, das war wirklich richtig eine schöne Sache. Ja, und als nächstes auf dem Zettel steht übrigens Finding Paradise. Also wenn ich mit Hellblade durch bin, dann habe ich dieses Finding Paradise auf der Liste, was der Rainer Schauder seinen Zuhörern bei Dash FM extrem ans Herz gelegt hat. Ist quasi der Nachfolger von To the Moon. Ist auch so ein Spiel, was ich letztes Jahr erst für mich entdeckt habe. Auch so ein storybasiertes, kurzes Point-and-Click, kann man quasi sagen. Sehr storygetrieben und wohl auch sehr emotional. Also To the Moon war schon extrem emotional und ja, ich bin gespannt. Das glaube ich auch so im 16-Bit Super Nintendo-Style, so von der Optik her. Ne? Hat so ein bisschen diesen Look halt von diesem RPG-Maker. Ne? Das ist auch, glaube ich, damit sogar seinerzeit gemacht worden. Ich weiß gar nicht, ob Finding Paradise genau denselben Look hat, aber bei To the Moon, es hätte wirklich so aus der Ära Secret of Mana oder sowas kommen können. Ja, Jungs, wir sind bei einer knappen halben Stunde. Ich würde sagen, wir schwenken dann doch mal auf das Hier und Jetzt, ne, und gucken nicht auf unsere Pile of Shames und irgendwelche ollen Konsolen, Retro-Konsolen, die sich der Christian hier kauft, so eine Switch, weißt du? Retro? Ja, ist ja schon fast ein Jahr alt, das Ding, ne? Naja, also, stimmt. Ist schon wieder out. No, man. Genau. Sondern wir gucken einfach mal aufs Jahr 2018. Ja, also wir haben uns das jetzt folgendermaßen gedacht. Wir hatten ja ein kleines bisschen gesprochen, bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben. Und der Christian hatte eine super Idee und hat gesagt, ja, lass doch einfach jeder mal 5 Titel sagen, auf die er sich besonders freut. Mir ist ja aufgefallen bei der Auflistung, auf was ich mich so persönlich alles freue, was ich so halbwegs auf dem Zettel habe, es kommt wieder eine Menge raus dieses Jahr. Also ist ja wirklich der Wahnsinn. Vieles auch schon in ein paar Tagen, irgendwie habe ich den Eindruck. Und ja, jetzt habe ich auch mal 5 Dinger hier rausgestellt, auf die ich mich besonders freue. Aber ich fand die Idee von Christian super, deswegen würde ich sagen, Christian, hau du uns doch erstmal deine 5 Megatitel um die Ohren, die du dir so für dieses Jahr absolut auf den Einkaufszettel geschrieben hast, die du sofort zum Erscheinen dir holen wirst. Deshalb muss man sich ja jetzt hier erstmal festlegen, ne? Habe ich so eine große Fresse und bringe so eine geile Idee, ne? So, ich fange gleich mal mit einem richtigen Brocken an, auf den ich mich richtig, richtig doll freue. Und das ist das Spiel Detroit Becomes Human. Ist ja von hier Quantic Dreams hier, Heavy Rain und Beyond Two Souls, denke ich mal, sollte für jeden Begriff sein. Ich glaube, Fahrenheit damals kam das nicht auch von Quantic Dreams? Ja. Bei Fahrenheit ist das Ding, das habe ich nie selber gespielt, nur so bei Let's Plays immer mal reingeguckt. Ja, aber auf jeden Fall auf dieses Spiel freue ich mich wie die Sau. Hab mich wirklich jetzt storymäßig da jetzt noch nicht weiter belesen gehabt, weil ich mich einfach komplett überraschen lassen möchte und weil ich das so liebe, wie Quantic Dreams mich eigentlich immer wieder überrascht, jetzt von Settings her und Gameplay vor allem auch. Weiß ja jeder, der damals Heavy Rain gespielt hat und dann das Beyond Two Souls, wo dann auf immer noch ein Geist mit im Spiel war, war ja wieder gameplay-technisch ein bisschen was anderes gewesen. Storymäßig, emotional erwarte ich richtig viel von diesem Titel her. Ja, ich freue mich einfach wie die Sau auf das Spiel Detroit Becomes Human. Ja, ein kurzer Break mal eben. Jetzt hast du ja schon so ein paar Sätze dazu gesagt. Ich habe dieses Spiel nämlich auch auf der Liste. Ich würde nämlich sagen, wir gehen jetzt wirklich mal, ne, jeder gibt mal einen zum Besten. Ich habe nämlich auch Detroit Become Human drauf. Und ja, ich habe auch seinerzeit auf der alten Xbox den Fahrenheit-Teil seinerzeit gespielt und seitdem bin ich so ein bisschen in love mit diesem Spielprinzip. Ich muss auch leider sagen, Fahrenheit ist schlecht gealtert. Also wenn man es sich so als Let's Play mal anguckt, geht das natürlich, aber so heutzutage das noch zu spielen, ist wirklich sehr hakelig. Das merkt man auch schon bei Heavy Rain, da haben auch schon so einige Gameplay-Mechaniken nicht gut, sind nicht gut gealtert. Ich hatte aber das Glück, dass ich von meiner Schwiegermutter übrigens den Vorgänger hier Heavy Rain und Beyond Two Souls in dieser Remaster-Version für die PS4 geschenkt bekommen habe. Die hatte ich ja bis dahin noch nicht gezockt, weil ich ja vor der PS4, ja, ich hatte ja vor der PS4 keine PlayStation, ne? Aber hast du eine liebe Schwiegermutter? Auf jeden Fall. Also die Dinger habe ich auch dermaßen schnell durchgesuchtet. Und natürlich bin ich auch auf absolut heißen Kohlen für Detroit Become Human. Hast du das auch auf der Liste, Mirko? Ja, also ich habe ja mal schon zu dem Thema mal so ein Video gemacht auf meinem Kanal, wo ich mir da mal völlig eskaliert bin und da 26 Spiele aufgezählt habe. Und da war Detroit Becomes Human auch mit dabei. Ich muss auch gestehen, ich habe Heavy Rain bisher noch nicht gespielt, weil ich auch jetzt gerade erst vor kurzem mir eine PS3 geholt habe. Ich habe mir zwar dieses
ist das ein Remastered oder einfach nur ein Port für die PS4? Das habe ich mir auch geholt. Aber schon Remastered. Ist Remastered, ja. Mhm. Also das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Aber Beyond Two Souls hat mich richtig begeistert damals. Und viele sagen ja, wenn du Beyond Two Souls liebst oder gut findest, dann wirst du Heavy Rain lieben. Auf jeden Fall. Ja, und ja. Ich fand die Schauspieler damals bei Beyond Two Souls so klasse. Die Ellen Page und Willem Dafoe und ich weiß gar nicht, wer da noch so alles mitgespielt hat. Und halt diese Art von Storytelling und so weiter. Mhm. Ja, und sowas erwarte ich mir dann halt auch bei Detroit Becomes Human. Und so vom Thema, so ganz ungefähr weiß man ja, worum es geht, ne? Halt um diese, diese Androiden oder Cyborgs oder wie auch immer, ne? Sind die wirklich Mensch? Was haben die für Rechte und so weiter? Und ich muss da immer sofort an Star Trek The Next Generation denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit Data, dem Androiden, der gerne Emotionen fühlen möchte, der gerne Mensch sein möchte und auch so als Mensch behandelt werden möchte und so weiter. Und ich fand das damals schon in diesem Star Trek-Universum total interessant, dieses Thema. Und wenn jetzt der gute, wie heißt der, David Cage? Der Chefdesigner da von Quantic Dream, wenn der sich dem Thema annimmt. Also ich habe da eigentlich auch ziemlich hohe Erwartungen dran. Mhm. Kann irgendjemand sagen, was so grundsätzlich für eine Spanne zwischen Heavy Rain und Beyond Two Souls lag? Das war also entwicklungstechnisch. Also Beyond Two Souls sehe ich hier gerade, kam im Oktober 2013. Heavy Rain, weiß ich nicht. Weiß der Christian das? Ich würde das jetzt auch mal so auf vielleicht 2010 oder 11. Würde ich das jetzt mal so datieren, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Aber es war nicht lange. Ich habe hier gerade flinke Finger. 18. Februar 2010. Aber Heavy Rain. Okay. Gut geschätzt, okay. Denn ich habe mir jetzt auch gerade so gedacht, jetzt hatte man längere Zeit nichts mehr gehört von dieser Art von Spielen von Quantic Dreams und nicht, dass diese lange Entwicklungszeit auch ein schlechtes Vorzeichen ist. Ich sag nur Duke Nukem Forever. Ne, also da hat man ja auch sehr, sehr lange drauf gewartet und die Erwartungen wurden immer höher und dann war es doch eine relative Enttäuschung. Das, aber ich gehe da echt nicht von aus. Ich erwarte wirklich Großes bei dem Spiel. Mhm. Und wenn ich jetzt einfach mal so eine kurze Top 5 auch machen würde, wird das auch relativ weit oben stehen, wenn nicht sogar ganz oben. Also da freue ich mich wirklich richtig drauf. Also das Gameplay muss gar nicht so gut werden, finde ich. Wenn die Story annähernd so gut wird wie bei den Vorgängern, dann reicht mir das schon. Ja, also genau, du sagst ja gerade Story. Ne? Also die Grafik und so bei Beyond Two Souls war wirklich schon Hammer. Gerade bei dem Remaster hat mir richtig gut gefallen. Da stinkt dann Heavy Rain so ein bisschen gegen ab. Also Mirko, da nicht erschrecken, wenn du es dann reintust. Okay. Aber Detroit Becomes Human sieht natürlich extrem geil so von der Optik schon alleine aus. Und wenn sie da so gameplay-technisch zumindest so halbwegs in die Richtung kommen, was eben auch so Beyond Two Souls und so gebracht hat, dann kann das eigentlich nur richtig geil nach vorne gehen. Da habe ich richtig Bock drauf. Da gab es ja jetzt gerade auch so einen kontroversen Trailer. Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Ich glaube, das war in dieser Paris Games Week. Da haben sie einen Trailer gezeigt zu, wie heißt es jetzt noch, Detroit Becomes Human, wo es um häusliche Gewalt irgendwie gehen soll. Und da eskalierte dann das ganze World Wide Web irgendwie, ob man sowas in einem Spiel zeigen muss, ob solche Themen von einem Computerspiel behandelt werden müssen oder ob man nicht lieber so oberflächliche Spiele hat, wo man halt mit einem Klempner auf Pilzen rumhüpft oder sowas. Ne? Ja, ja. Was ist das denn für ein Spielprinzip? Kenne ich gar nicht. Total bekloppte Idee. Ja, weiß ich auch nicht, ob jemand sowas spielt, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber auf jeden Fall, ich finde, dass solche Themen auf jeden Fall was in Videospielen und in Medien allgemein zu suchen haben, um halt präsent zu bleiben. Und solange sowas nicht verherrlicht wird, sondern einfach nur dargestellt wird und einen selber zum Andenken anregen, um mal auch so ein bisschen zu reflektieren und zu sagen, das ist ja eklig, sowas gehört sich nicht oder was weiß ich, ne, dann finde ich, hat das genau die richtige Funktion. Auf jeden Fall. Ich kann es auch nicht mehr hören. In jedem Kinotrailer, in jedem Game-Trailer, in allem, was sich halt Millionen von Leuten angucken, gibt's immer so ein paar, die da einen Skandal draus machen müssen, aus der kleinsten Szene. Ja, man kann nicht alles komplett clean halten und selbst wenn, dann ist es doch scheiße langweilig. Also es gibt Probleme auf der Welt und es gibt auch Themen, die unangenehm sind und die müssen auch angesprochen werden. Gerade bei solchen Medien, die so eine Menge von Leuten erreichen, damit einfach mal ein Austausch da ist. Ja. Es kann ja heutzutage kaum noch jemand diskutieren, sondern alle sind irgendwie direkt angepisst und verkriechen sich da irgendwie hinter irgendeiner aufgedrückten Meinung. Also ich finde das ganz furchtbar, ne, auch dieses ganze Gamergate und was es damals gab, das hört ja seit Jahren nicht auf, dieses Generve, ey, das ist echt scheiße. Ja, und man will ja auch emotional berührt werden, ne, und das geht ja auch nur mit solchen Themen irgendwie, ne? Also, auf jeden Fall. Und ich persönlich mag das sehr, wenn Spiele mich halt auch auf irgendeine Art und Weise mental fordern, in dem Sinne, dass ich über gewisse Situationen einfach nachdenke, mit denen ich sonst nicht in Berührung komme.
Und das liebe ich an Videospielen. Das beste Beispiel ist ja das Hellblade, was du gerade spielst, Spider-Man, was ich ja auch noch unbedingt spielen möchte. Ne, das, ja, ich liebe so eine Spiele. Definitiv. Also den Effekt, den das so auf einen hat, dass man wirklich auch mal ins Grübeln gerät, dass man merkt, dass das wirklich gerade anstrengend für den Kopf ist und so. Also, weil es sind einfach Themen, die man gerne im Alltag auch mal von sich wegdrückt. Und überlegt mal, was das für eine geile Entwicklung ist. Ey, wo haben wir denn vor 20 oder 30 Jahren mit dem Thema Videospiele gestanden? Ne? Da wurde keine Story erzählt. Also, da wurde eine Story erzählt, um überhaupt Bilder im Kopf entstehen zu lassen, weil auf dem Bildschirm waren ja nur 2 Pixelstriche zu erkennen und mehr irgendwie nicht. Da musste man ja irgendwie eine wirre Geschichte darum erfinden. Aber heutzutage trägt eine Story das ganze Spiel auch unheimlich. Ne? Also das ist halt eine geile Entwicklung. Aber wir sind ja hier nicht im allgemeinen Diskurs über Videospiele an sich. Und ist das denn nur Kinderkram? Das ist definitiv mal ein Thema, über das wir reden können in Zukunft. Sondern wir reden ja über 2018. Detroit Become Human haben wir, glaube ich, alle drei in unserer, ich sag mal, auf das freue ich mich besonders, Top 5 gehabt. Ne? Also in meiner Top 5 ist es jetzt nicht, sondern in meinem erweiterten Kreis sozusagen. Okay, ja gut. Ja, Mirko, dann lass du doch mal einen hören von deinen Top 5. Ja, und zwar, ich freue mich besonders auf Darksiders 3. Kann ich ja erstmal schon mal abchecken. Habt ihr Darksiders 1 und 2 gespielt oder einen Teil davon? Kennt ihr die Reihe? Beide. Ich persönlich gar keinen. Ich werde ständig vollgeschwärmt von meinem Trauzeugen, der sagt, das ist halt Zelda für Erwachsene. So nennen das immer gerne. Und ja, ich hätte natürlich irgendwie Bock drauf, aber wenn mich nicht alles täuscht, hat das auch eine recht lange Spielzeit, ne? Der zweite Teil, der erste nicht. Also den ersten habe ich jetzt selber noch nicht gespielt. Das ist noch auf meinem Pile of Shame sozusagen. Aber ich habe den zweiten halt mal gespielt und der hat mir richtig viel Spaß gemacht und da hat mich auch die Länge gar nicht so gestört, obwohl da auch viele Bossgegner recycelt worden und so weiter. Ne? Aber ich finde dieses Zelda für Erwachsene, das trifft das schon ziemlich gut. Also es ist halt vom Spieldesign irgendwie noch ein bisschen erwachsener, ne? Also mit diesen 4 apokalyptischen Reiter und dann durch die Hölle und mit diesen ganzen fiesen Gegnern da und so weiter. Aber du hast halt hier auch Dungeons, hast auch eine Oberwelt und so weiter, hast coole Charaktere, die du da triffst. Das Gameplay, also ich kann jetzt ja nur von Darksiders 2 sprechen, ne? Das hat gefluppt ohne Ende, das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, wenn sie das bei Darksiders 3 nur annähernd so in diese Richtung fortführen, dann habe ich da richtig, richtig Bock drauf. Von Trailern her sieht das Ganze echt interessant aus. Ne? Habe ich ja auch gesehen mit dem Mädel. Wer ist das jetzt genau von den apokalyptischen Reitern? Fury, okay. Ne, mit der Peitsche und so weiter. Sieht schon alles geil aus. Sieht für mich aber eher aus wie ein Hack and Slay, so vom Gameplay her. Ist es auch. Was? Okay. Ja, also das war seit dem ersten Teil. Im ersten Teil war es noch schlimmer gewesen. Ne? Beim zweiten war dann doch, der Mirko wird es ja kennen, man musste auch mal ein bisschen taktieren vielleicht jetzt von seinem Hufs her und von seinen Waffen her und so. Ah, der erste Teil war wirklich so ein reines Hack and Slay gewesen, à la God of War, sage ich jetzt mal. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt Story und so. Also der erste Teil hat mich von der Story sowas von umgehauen gehabt. Das war auch so die Zeit, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie auf mystische Spiele gestanden, habe ich auch Dantes Inferno in dem Jahr damals gespielt, das weiß ich noch. Das fand ich auch geil. Dantes Inferno, darüber könnt ihr jetzt auch schon wieder Stunden reden. So ein geiles Spiel. Das war so genial. Und das war auch die Zeit, wo ich God of War gespielt habe. Ihr merkt, ich habe manchmal so Phasen im Leben, ne? und auf jeden Fall, Darksiders, ach, richtig geil. Also ich freue mich da auch wie Bolle da drauf. Und vor allem, den ersten hast du noch nicht gespielt gehabt, Mirko, ne? Nee, noch nicht. Ja, okay. Weil das ist nämlich wirklich ein Riesensprung vom Gameplay her und was dazu gekommen ist vom ersten zum zweiten Teil. Weil im ersten Teil, sage ich wirklich, waren so richtig Schlauchlevel, sag ich mal, eher gewesen. Und der zweite Teil hast ja auch schon zum Teil eine offenere Welt. Ja, ja. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt im dritten Teil auf uns wartet, weil irgendwie muss die Sache ja gesteigert werden. Ne? Ja, und im zweiten Teil war es ja vom Gameplay her auch so, wenn du jetzt sagst, der erste war so ein reines Hack'n'Slay, ne? Also im zweiten Teil war dann auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, soll man da Metroidvania zu sagen, du hast dann neue Fähigkeiten bekommen, wo du dann halt an andere Stellen gelangen konntest und so weiter. Ne? Also so, dass diese Elemente waren da auch so mit drin und ja, also mir hat's vom Gameplay Spaß gemacht, vom Setting hat Spaß gemacht. Grafisch sah schon im zweiten Teil sehr geil aus. Also ja, ich freue mich drauf. Was würdest du denn sagen, Christian? Was braucht der erste Teil so an Spielzeit? Der erste Teil? Mhm. Ich glaube, 20 Stunden würde ich jetzt schon mal tippen, so ungefähr. Okay. Also es ist also wie so ein God of War von der Länge her, wenn du das dann so ungefähr so einschätzen kannst. Mhm. Okay. Und ich glaube, Teil 2 waren so 20, 30 Stunden bei mir. Da warst du aber flott durch gewesen. Das ist flott. Ja, okay.
Ja, weil ich habe ja hier noch ein Pile of Shame und was ihr so erzählt, macht mir das Spiel wirklich sehr wässrig. Ich habe richtig Bock gerade auch auf Hackenslay. Na, dann brechen wir jetzt Aber ab. Dann war's das. ja, Viel tschüss, Leute. Ne? Spaß. Ciao. Ich bin raus. Unterhaltet ihr euch mal über. Ich spiele Ja, Mario nee. Odyssey. Ja, das ist halt so das Ding, ne? Der Pile of Shame, der wird ja immer höher und es kommt so viel Geiles dieses Jahr. Also ist definitiv bei mir nicht in diesen 5 Spielen, die ich mir sofort zum Release holen werde. Aber dafür ein anderes Hack'n'Slay. Hast du es denn in deinen Top 5, Christian? Welches das Darkseid, das 3? Genau. Nee, hatte ich nicht. Ah, guck mal an. Also es ist natürlich auf dem Schirm, aber ist jetzt zählt nicht zu den Spielen, die ich mir zum Release direkt holen werde. Ja, dann lass du doch noch mal einen hören. Ah, jetzt hau ich noch mal ein richtiges Ding hier raus, ne? Und zwar Red Dead Redemption 2. Ich Ja. glaube, ich weiß bei Mirko definitiv, und das ist eine Schande, er hatte den ersten Teil immer noch nicht gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt gehabt, damals unter meinem alten PlayStation-Account, sogar noch auf Platin. Total dumme Geschichte, weil der Online-Modus echt abgefuckt hat am Ende. Aber auf jeden Fall, ich freue mich wie Bolle auf das Spiel. GTA-Fan bin ich seit erster Stunde und seit GTA 3, wo dann auf immer alles 3D und offene Welt war, ne? Und Red Dead Redemption, jetzt ein Cowboy-Setting, war der erste Teil schon genial gewesen. Der Held, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ist jetzt auch egal, war so eine richtige Kante, der war so ein kantiger Kerl so richtig gewesen. Die haben das echt richtig gut hingekriegt gehabt. Und ich erwarte, das ist vielleicht jetzt das Problem, ich habe so eine riesige Erwartung an den zweiten Teil. Weil du beim ersten Teil schon so viel machen konntest. Die Missionen waren geil. Nebenmissionen waren übelst geil erzählt gewesen. Du konntest waffenmäßig abgehen. Die freie Welt, du konntest jagen, sammeln. Ach Gott, das war so viel gewesen. Und Poker. Pokern, Genau, ja. du konntest Schnaps trinken, du konntest so viel machen. In den Puff gehen. Konntest du Puff gehen. Das ist richtig. Ja. Und deshalb der zweite Teil, ach, das. Der hat ja jetzt Ich gerade ein freue mich. Release-Datum erhalten, ne? 26. Oktober. Oh, zum Glück. Zum Glück erst Ende des Jahres. Ich habe genug andere Das habe Sachen. ich mir Das auch ist gut. gedacht. Ich freue mich ja auch so auf das Spiel, aber da kommt so viel geiler Scheiß raus. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Ah, das aber, danke für die Info. Ja, bitte. Ich habe mir nämlich noch hier bei mir auf dem Zettel geschrieben, angeblich Frühjahr, Sommer 2018. Aber wenn du jetzt sagst Oktober, alles klar. Ist gestern, 26. Oktober, wurde gestern Oh. bestätigt. Und wisst ihr, wer im Oktober Geburtstag hat? Ich komme nicht drauf, ich komme nicht drauf. Ja, Randy Orton? Oh. Ja, dann singen wir mal Happy Birthday, liebe Viper, ne? Oh mein Gott. Ja, also klar, das Spiel habe ich natürlich hier im erweiterten Kreis. Rockstar liefert immer ab, muss man ja mal sagen. Ne? Und das wird garantiert geil. Aber auch ich gehöre zu den Leuten, die den ersten Teil so ein bisschen mitgespielt haben, aber nicht durch. Und ich habe immer nur hier und da mal reingeguckt. Ein Kumpel von mir hat das damals auf der Xbox 360 bis zum Erbrechen gespielt. Und wenn ich mal zu Besuch war, dann habe ich auch mal das Pad in die Hand genommen, bin ein bisschen durch die Prärie geritten. Das wird auf jeden Fall ein geiler Ritt, denke ich mal. Ne? Denkt ihr, es ist, obwohl wahrscheinlich nicht, ne? Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, dass man die Story des ersten Teils kennt, um in den zweiten einzusteigen. Glaube ich Ich nicht. glaube, die tauschen auch den Hauptprotagonisten aus. Im ersten Teil, ich habe ihn ja nicht gespielt, aber ich weiß, wie er heißt, John Marston. Okay. Ne? Und im zweiten Teil, soweit ich weiß, soll da ein neuer Protagonist irgendwie eingeführt werden. Ich meine, Mirko, du bist ja der Western-Experte. Ich persönlich hätte jetzt gesagt, sie haben sich sehr an Clint Eastwood orientiert, aber ich kenne mich da auch nicht so unheimlich aus. So bei dem ersten, also im ersten Teil der Charakter, was ich so mitbekommen habe. Ja, Aber wie doch. gesagt, so viel von der Story habe ich auch nicht mitgekriegt, ne? Also, Wer weiß, vielleicht wird es ja diesmal hier, wie heißt dein Liebling? John Wayne? John Wayne, genau. Ja, wer weiß, mal gucken. Ja. Oder doch Winnetou. Mal gucken. Aber Hachi. Genau. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir genug den Wüstensand im Mund gehabt beim Reden. Das wird auf jeden Fall ein Klopper. Also alle Spiele, die wir bis jetzt besprochen haben, das wären absolute Abräumer. Ich glaube, jetzt habt ihr beide schon mal irgendwas verraten. Detroit Become Human hatte ich ja auch. Ich nenne jetzt auch mal eine Nummer. Und zwar, den hat doch bestimmt auch mindestens einer noch auf der Liste. God of War habe ich hier natürlich draufstehen. Im erweiterten Kreis habe ich es, weil ich mir ziemlich sicher war, dass einer von euch das mit in die Liste nimmt.
Okay, der Mirko macht's wieder spannend. Der hat wieder die absoluten Perlen da irgendwie aufgelistet, die wir gar nicht auf der Rechnung haben. Ja, God of War, was soll ich dazu sagen? Ne? Also Hack and Slay in Reinkultur. Ich bin sehr gespannt, weil die aktuellen Trailer sehen wirklich interessant aus. Mhm. Könnte auch alles mal in eine etwas andere Richtung gehen, als man das so bisher kannte. Ich bin total gespannt auf das Ding. Gibt's da eigentlich mittlerweile ein richtiges Release-Date? Ich habe mir den aktuellsten Trailer noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, soll das nicht im April kommen oder so? Ach du. Was? Okay. Ich recherchiere gerade mal. Ihr könnt ja mal. Christian, erzähl du mal was über das Spiel, während ich recherchiere. Oh, höret. God of War, das ist ja auch komplett mein Ding, aber ist tatsächlich auch nicht in meiner Top 5 drin. Aber God of War habe ich ja. Kann ich sagen, dass ich jeden Teil gespielt habe? Ich habe jeden Teil gespielt. Ich habe mal aber damals nicht zu PlayStation 2 Zeiten gespielt. Der erste God of War, den ich gespielt habe, war tatsächlich der dritte auf der PlayStation 3. Und dann habe ich mir, da gab es auch diese Editions, wisst ihr noch, wo der erste und zweite Teil drin war. Mhm. Und dann noch diese Edition, wo die zwei PSP-Ableger drin waren, mit diesem Sparta Olymp oder wie das hieß, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Ghost of Sparta. Genau. Mhm. Und Chains of Olympus, genau. Ja, die habe ich gezockt und dann halt hier dieses Assassins, ist richtig, Christian? Dieses God of War Ascensions, deshalb. Mhm. Ascensions, genau. Deshalb war das Assassin's Creed jetzt da. Das war mal ein Mashup. Ja. Den habe ich auch gezockt, ne? Und der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, wie es jetzt der dritte Teil gemacht hat. Aber ist natürlich eine Reihe, auf die ich mich freue. Und wie du schon sagst, Weidemann, ich bin natürlich von den Trailern her übelst gespannt, in was für eine Richtung das gehen soll, weil das sieht ja dort alles eher so nördlicher aus, eher so Wikinger-mäßig jetzt schon. Kratos hat auf einmal auch einen Bart, also wird mir immer ähnlicher. Und, ja, genau. Nicht, dass er da Supercard spielt. Ja. Ja, das kann gut möglich sein, warum denn nicht, ne? Und übrigens, weil wir gerade bei Kratos sind, wir sind ja gerade bei Spielen, die 18 rauskommen sollen. Soul Calibur 6 würde ich nur mal ganz kurz einwerfen. Wird ja immer noch gemutmaßt, kommt ja auf jeder Plattform, hat immer einen Spielcharakter einen Gastauftritt. Kennt ja jeder. Mhm. Und es wird gemunkelt, ob es eventuell bei Soul Calibur 6 Kratos sein soll. Mhm. Also für die PlayStation 4 jetzt. Ja, klar. Genau, das haben sie alle bei der letzten Auflage schon gemacht, dass da auf Xbox und PlayStation unterschiedliche Special-Charaktere dabei waren, von Star Wars, glaube ich, jeweils. Ne? Ja, es war nicht Assassin's Creed hier, der Ezio? Oder war es beim vierten Teil? Ach, ich glaube, beim vierten war das mit Star Wars, ne? Da war auf Xbox war der Darth Vader und auf der PlayStation der Yoda oder umgekehrt. Ich weiß es jetzt ohne. Ich weiß es nicht mehr. Aber okay, es ging um God of War. Genau. Und wo ihr jetzt hier gerade so schön gequatscht habt, habe ich mal meinen Amazon aufgerufen, gesehen, dass das am 20. April rauskommt und mir mal eben die Limited Edition vorbestellt. Hat mich ja in den Finger gejuckt. Ja, ich kann ja mal kurz mal zu God of War erzählen. Also ich muss ja so ein bisschen sagen, da liegt fast alles auf dem Pile of Shame von God of War, was es so gibt bei mir. Ich habe bisher tatsächlich nur auf der PS Vita den ersten Teil mal angespielt. Und also mich interessiert das irgendwie schon, aber jetzt auf der Vita hat es nicht so viel Spaß gemacht, weil das war halt einfach schon sehr veraltet, wo ich es da gespielt habe. Ne? Also den ersten Teil ursprünglich für die PS2 und dann halt noch auf der Vita, da ist halt die Steuerung noch so schlecht, wenn du dann halt L2 und R2 auf dieses Rückseiten-Touchpad ausgelagert hast und so weiter. Und trotzdem, selbst da hat es mir einigermaßen Spaß gemacht, aber ich war dann jetzt richtig gehypt, wo ich dann den E3-Trailer gesehen habe zu God of War. Was da so cineastisch so abgefeuert wurde. Ich erinnere mich immer noch an diese Szene da, wo Kratos, der ist ja jetzt übrigens auch mit seinem Sohn da unterwegs, da bin ich auch mal gespannt, wie der so in die Story mit eingebunden wird und in das Gameplay. Und wo die beiden da... Deshalb mal ganz kurze Frage, dann müsste das Spiel eigentlich zeitlich noch vor Ascensions liegen. Ja, das musst du wissen, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Oder ja, weil Ascensions ist ja wirklich zeitlich gesehen jetzt quasi vor dem ersten Teil. Und da war ja, man weiß ja die Geschichte um Kratos mit Familie tot und bla bla bla. Hm. Und wenn in dem Spiel der mit seinem Sohn unterwegs ist, müsste das ja eigentlich vor Ascensions noch sein. Also quasi die Ursprünge. Hm. Quasi oh God of War Origins, wenn du so willst. Genau. Ja, auf jeden Fall, so was man so gesehen hat, cineastisch und gameplaymäßig, da sieht das richtig fett aus. Das soll auch einen richtig guten Umfang haben. Ich habe gehört, so 30 Stunden wirst du brauchen, bis du die Story durch hast. Ja, und es sieht einfach fett aus. Also ich freue mich darauf. Definitiv. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil ich habe auch einiges noch von God of War auf dem Pile of Shame liegen.
Aber ich kann da nur absolut beipflichten. Sieht Hammer aus, das wird auf jeden Fall ein Brett und verkauft wird es wahrscheinlich auch bis zum Abwinken. Ne? Das ist ja eine der tragenden Marken für Sony, würde ich mal sagen. Und cool, dass er wiederkommt, der alte Kratos. Apropos cool, dass er wiederkommt, ich hau noch mal eben schnell einen raus, geht nämlich auch, glaube ich, recht flott, und zwar Shadow of the Colossus. Ist auch wieder ein Spiel, dadurch, dass ich erst mit der PS4 ins PlayStation-Universum eingetreten bin, habe ich da null Verbindung zu, außer die ganzen Lobeshymnen, die es auf das Lied gibt, Spiel gibt. Und freue mich absolut drauf, dieses auch sehr atmosphärische Spiel aufholen zu können. Also da habe ich mir das auch direkt mal auf die Top 5 quasi mit draufgeschrieben. Da geht's mir ganz genauso wie dir, Weidemann. Ich habe auch auf der PS2 oder PS3 noch kein Shadow of the Colossus gespielt. Ich habe halt immer auch nur diese ganzen Lobeshymnen gehört, ne? Von Team Ico überhaupt, die ganzen Spiele sollen sensationell sein und ein richtiges Erlebnis und so weiter. Ja, und jetzt habe ich mir halt dann auch den Teil vorbestellt, und wenn du es nicht selber spielen willst, kannst du es bei mir auf dem Kanal als Let's Play gucken, weil das wird nämlich mein nächstes Let's Play, was ich dann anfange, wenn ich dann Mario Odyssey zu Ende gesendet habe. Ja, hört sich sehr gut an. Ne? Also ich habe ja auch schon gestern in deinem Stream gehört, das kam ja gut an bei den Leuten. Ne? Da wird direkt gejubelt. Und ja, ich werde es auf jeden Fall selbst spielen. Also das will ich selbst erleben. Aber da gibt es ja auch viele von deinen Zuschauern, die sagen, ey, das will ich dann im Let's Play gerne miterleben, wie das der Chris, der Mirko so durchzieht. Hat das denn noch jemand von euch auf der Liste? Ich nicht, weil ich es tatsächlich damals schon gespielt hatte. Okay. Und das finde ich sehr schön, weil das ist ein Spiel weniger dieses Jahr. Also reizt dich gar nicht, das Remake da nochmal auszuchecken? Nee. Also wirklich. Also ich habe dann das Let's Play von Mirko. Genau, ich gucke dann das Let's Play von Mirko, um dann so ein bisschen nostalgiemäßig in Erinnerung zu schwelgen. Ah, guck mal an. Also sehr schön. Ich habe mir ja einen Testbericht schon mal durchgelesen. Da kam so die erste Testwertung raus. Da hat es 9,5 von 10 Punkten übrigens gekriegt bei dieser Bewertung da. Also scheint ganz gut zu sein. Und von der Story und so soll sich wohl nichts verändert haben. Gameplay haben sie versucht, die Steuerung ein bisschen anzupassen, und halt grafisch haben sie alles überarbeitet. Aber das soll tatsächlich sehr nah am Original geblieben sein. Okay. Das ist so geil. Schön. Ja, jetzt habe ich schon 3 von meinen 5 Titeln weg, auf die ich mich total freue. Ich glaube, Mirko müsste noch am meisten haben. Ja, ich habe noch 4 tatsächlich. Ja, guck mal an. So. Christian, wie sieht's bei dir aus? Ich habe noch 3. Ja, guck mal an, dann macht der Mirko jetzt mal ein. Ich nehme jetzt mal eins, also das werde ich mir auf jeden Fall auch zum Release holen, aber ich weiß noch gar nicht so genau, was mich da erwartet, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf Death Stranding von Hideo Kojima. Yo. Da habe ich ja auch nur diesen Trailer gesehen, der jetzt wo lief denn der, bei welcher Show, ich weiß das schon gar nicht mehr. Diese französische Paris Game Week oder sowas. Ich glaube, bei der Sony Experience aus Tokio. Ja, genau, Tokio. Genau, ja, und da gab es auch diesen 8-minütigen Trailer irgendwie, und das war so richtig Mindfuck, ne? Also du kriegst eine jede Menge gezeigt, aber du stehst hinterher mit mehr Fragen da, als dass du Antworten gekriegt hast. Also es ist irgendwie total interessant, was da überhaupt für eine Geschichte passiert wird. Warum sind die Sachen so, wie sie da gezeigt haben? Warum haben die Leute diesen Brutkasten da auf dem Rücken? Was ist das für ein komisches Monster, was da unterwegs ist? Warum bringt der eine sich lieber um, anstatt dass er sich diesem Monster stellt? Und lauter so Sachen irgendwie, das ist so. Ja, alleine in diesem Trailer ist das irgendwie schon wieder so richtig schön Mindfuck-mäßig, so ein bisschen vielleicht wie Richtung Hellblade, ne? Muss ich auch gerade dran denken. Also eine ähnliche Atmosphäre verspreche ich mir auch von dem Ding, und ich habe es auch auf diesem Stapel der 5 Spiele, die ich mir definitiv sofort holen werde, wenn sie da sind. Ja, Hideo Kojima, und dann mit dem, wie hieß er jetzt, der Schauspieler? Norman Reedus? Nee, Quatsch. Norman Reedus, doch, ist richtig. Norman Reedus, ja. Genau. War ja ursprünglich so diese Kooperation für P.T., beziehungsweise das war ja quasi als Silent Hills angekündigt dann. Und habt ihr das eigentlich gespielt seinerzeit, wo es das mal gratis gab im PSN? Nee, gar nicht. Welches das Teil? Was für ein Ding? P.T. Nee. Ja, für uns 3 Horrorschissbuchsen war das definitiv richtig geiles Futter. Ne? Ja. Haben wir ja beim letzten Jahresrückblick drüber gesprochen, über unsere Horroraffinität. Mhm. Ich zock sowas immer super gerne, aber auch da muss ich immer drauf achten, wann ich das spiele. Und P.T. war auch so ein richtiger Mindfuck. Und ich bin mal gespannt, ob Versatzstücke davon dann eben in Death Stranding zu finden sein werden, weil
Genau wie Mirko sagt, man kann aktuell sich absolut nicht ausmalen, wie sieht das Gameplay aus? Wird das Third Person sein? Wird das First Person sein? Was kommt da auf uns zu? Und gerade das und eben der Name Kojima und Norman Reedus als quasi Charakter, den wir spielen oder den wir begleiten, macht das Ding extrem interessant. Also ich habe es sofort auf diese Liste Ist gepackt. da nicht Absolut auch neugierig, Guillermo was del da Toro kommt. noch involviert, der Ja, der ja Hellboy-Regisseur, auch noch, ne? Und ne? ich glaube, Genau, Mads ja. Mikkelsen als Schauspieler, glaube ich, auch noch, wenn ich da jetzt nicht was verwechsel. Also, das, ja, Sehr wirklich, da geil. sind wirklich richtig krasse Leute am Start auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig fettes Name-Dropping. Hat Christian das auch auf seiner Liste? Nee, tatsächlich gar nicht. Also, das ist doch super, dass wir hier so sitzen und über sowas reden, weil das ist komplett an mir vorbeigegangen. Musst du dir unbedingt den Trailer mal angucken, das ist total Okay. interessant. Death Stranding werde ich auf jeden Fall mal machen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend, aber viel mehr kann man auch aktuell nicht drüber sagen, außer guckt euch den Trailer an und versucht einen Sinn dahinter zu verstehen. Also da kommt Großes auf uns zu, habe ich zumindest in der Vermutung. Ich habe jetzt nur noch einen Titel auf meiner Liste, merke ich gerade, von den Top 5, die ich mir auf jeden Fall holen werde. Den werde ich, glaube ich, zuletzt nennen, weil den wird keiner von euch drauf haben. Definitiv nicht. Okay. Ja. Ja, komm, Christian, dann hau du mal wieder einen raus. Dann hau ich mal wieder einen raus. Ich freue mich auf jeden Fall. Und jetzt haltet euch fest. Ja. Es wird tatsächlich, angeblich soll dieses Jahr ein neues Ace Combat rauskommen. Ace Combat 7 ist das dann. Ich habe, seitdem ich PlayStation 1-Besitzer damals war in meiner Jugend, habe ich damals das Spiel Air Combat dazu gekriegt. War damals hier so Flugzeug-Arcade-mäßig, ist ja von Bandai Namco, die sind ja eher so spielerisch als realistisch. Und hab dieses Spiel so gefeiert, mit einem Jet dort durch die Gegend zu peitschen und dort die Gegner platt zu machen. Und der letzte Teil war tatsächlich ja, wenn der siebte jetzt kommt, war der letzte der sechste, richtig pfiffig, ne? Das war für die PlayStation 3, der hieß, glaube ich, Assault Horizon, genau, Ace Combat Assault Horizon hieß der. Richtig geiles Spiel und ich freue mich so sehr, wenn tatsächlich dieses Jahr, weil es ist noch nicht so richtig bestätigt, dass dieses Jahr ein neuer Teil dazu kommen soll. Und da freue ich mich mega drauf, weil ich diese Spielereihe jetzt wirklich seit meiner Kindheit übelst feier. Ich habe gerade mal eine kurze Frage zwischendurch, jetzt gar nicht zum Spiel, aber du hast jetzt auch gerade gesagt, so richtig bestätigt ist es noch gar nicht, dass es dieses Jahr definitiv kommt, ne? Habt ihr jetzt auch drauf geachtet bei der Erstellung eurer Top 5 Spiele, ob die wirklich kommen dieses Jahr? Oder, weil bei Detroit Become Human bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob es wirklich dieses Jahr schon einen Termin bekommen hat. Das kriegt man doch sofort raus, mein Günther. Also Termin hat es noch Ja, nicht, wobei. aber es heißt immer Coming in 2018, so wie ich das mitgekriegt habe. Genau wie Und bei Death das. Stranding auch. Da gibt es Ja, auch noch irgendwie keinen auch, ne? Termin und da heißt es aber auch, der Kojima hat letzt gesagt, wir kommen gut voran und im Sommer wird es eine große Ankündigung geben. Ich denke mal, dass sie da dann den Release-Termin raushauen. Okay, und dann kommt es vielleicht so zur Weihnachtszeit oder Naja, sowas. genau. Und Da der böse ja. September, weiß, kann ja auch sein. Oder sowas, genau, ja. Ja, weil da sind wir jetzt natürlich extrem unprofessionell rangegangen, muss ich mich mal gerade selbst geißeln. Ne? Also wenn wir schon sagen, wir machen jetzt hier eine Top 5 von 2018, was wir uns sofort holen, da hätten wir auch mal wirklich gucken sollen. Weil da fallen mir natürlich noch ein paar Spiele ein, die ich auch sofort auf dem Zettel hätte, aber wo ich jetzt schon drei Fragezeichen hinter gemacht habe, ob die überhaupt in diesem Jahr kommen, die habe ich jetzt auch erstmal rausgelassen. Metroid Prime zum Beispiel, ne? Zum Beispiel, ne, Metroid Prime oder Last of Us, der zweite Teil. Ich denke mal, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden, auch was wir uns sonst noch so im Jahr freuen. Aber ja, Ace Combat kann ich zum Beispiel jetzt gar nichts zu sagen. Um mal wieder auf dein Thema zurückzukommen, Ja, Christian. kein Problem. Flugsimulatoren, ich finde es immer faszinierend und es gab auch im Laufe meines Lebens bestimmt zwei oder drei, die ich gerne mal länger gezockt habe. Aber so richtig dran geblieben am Thema bin ich gar nicht. Und schon gar nicht bei diesen richtigen Kriegsdingern, wo man wirklich so aus dem Cockpit die ganze Zeit ballert wie ein Irrer. Und also da war so höchstens TIE Fighter oder X-Wing was, wo ich mich so dran festgebissen habe. Aber so im Kriegsschauplatz eher so gar nicht. Wie sieht's denn bei Mirko aus? Kann der da was zu sagen? Ja, ich habe tatsächlich Ace Combat Assault Horizon, das war so eins meiner ersten Angezockt-Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Aber Ach, ich guck habe da an. nichts auf die Kette gekriegt, ehrlich gesagt. Ja, Also genau so geht's mir auch immer, ich ja. habe früher, jetzt kommen so ganz alte Geschichten, ich habe früher Top Gun
auf dem Atari 2600 gespielt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und so ähnlich ist Ace Combat ja auch vielleicht ein bisschen realistischer. Ganz eventuell ist die Grafik einen kleinen Hauch besser geworden seit damals. Ne? Aber ja, ich habe das aber auch so in meinem erweiterten Horizont quasi mit drauf. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, weil ja, es ist schön arkadisch. Ich glaube, so Richtung Simulation geht das gar nicht. Ne? Da wird Da wird ja so viel geballert. Und ja, ich bin mal gespannt drauf. Also ich würde es mir jetzt nicht sofort zum Release kaufen. Ich würde jetzt erstmal abwarten und gucken. Aber ja, interessieren wird mich das auch. Ja, ist aber definitiv Cockpit-Ansicht, ne? Kann also sowohl als Auto Horizon konntest du auch von außen machen. Ah ja, also quasi auch so dritte Person quasi. Ja, ja. Okay, weil wenn ich solche Ballerspiele, so Flugzeuge, die durch die Gegend ballern, spiele, dann ist es doch eher so top-down, also so wie 1945 oder hier was A-Type und wie sie alle heißen, ne? Also wie hieß denn hier nochmal Sinemora X, das würde mich zum Beispiel auch reizen, ne? Das ist so auch letztes Jahr auf meinem Pile of Shame erstmal gelandet. Jetzt so außer Ego oder dritten Person tue ich mich immer schwer. Also da stelle ich mich dann auch total ungeschickt an. Was ist denn mit Starwing, wenn wir jetzt über solche Spiele reden? Das ist doch so ein Nintendo-Klassiker, ne? Das ist ja auch so in der Perspektive. Ja, das ist nochmal was anderes. Also Starwing, der erste Teil, der macht natürlich extrem Laune. Ja gut, man hat sich damals als Kind da halt da reingefuselt und deswegen bin ich da auch heutzutage noch total mit Nostalgie und Begeisterung dabei. Aber jetzt zum Beispiel der zweite Teil von Starwing, der jetzt bei dem Super Nintendo Mini dabei war, boah, der hat mich auch so gar nicht gekriegt. Einfach, es liegt wahrscheinlich an mir, ne, weil ich da schnell den Überblick verliere und ich glaube, ich knall eher in die Gegner rein, als dass ich sie mit dem Laser oder so treffe, weil ich dann einfach irgendwie zu viel Gas gebe. Also es ist einfach zu viel, auf das ich dann achten muss. Ne? Wie ist die Beschleunigung? Wo ist mein Zielkreuz? Wo fliege ich gerade hin? Das ist vielleicht einfach ein bisschen too much, was da in der kurzen Zeit auf mich einprasselt. Ja, gibt es zu dem Spiel noch sonst irgendwie was zu erzählen? Weil, wie gesagt, ich kann da wenig zu sagen, außer hier meine bisherigen Erzählungen aus meinem Failen in solchen Spielen. Kann ich jetzt wenig bringen. Nö, alles gut. Es ist alles gesagt. Du kannst keine Flugzeugspiele spielen. Wir wissen Bescheid. Das klappt einfach nicht. Ja, irgendwie, ne, bin ich da ein bisschen behindert in der Hinsicht. Ja, naja, irgendwo ist jeder ein Legastheniker, ne, und dann geht das genau. Schon. Ja, wenn ich so richtig mitgezählt habe, könnte jetzt der Mirko, glaube ich, nochmal einen zum Besten geben. Ja, ich habe, glaube ich, noch drei. Dann welches? Ach, ja, dann aber auf jeden Fall. Da mal los, ne? Dann nehme ich als nächstes jetzt mal Ghosts of Tsushima von Sucker Punch. Das sind die, wie heißen das noch? Diese Superhelden-Spiele gemacht haben. PS4-Launch-Titel exklusiv gewesen damals. Jetzt komme ich gar nicht. Infamous. Infamous Second Son, genau. Und ich fand das Spiel damals schon relativ gut. Aber jetzt haben sie sich nochmal ein interessanteres Setting ausgesucht hier. Jetzt geht's halt um einen Samurai-Krieger, den man spielt, der dann gegen eine Mongolen-Armee antritt und mehr so im realistischen Setting halt quasi. Und das spielt irgendwie in Japan im Jahre, was haben wir hier, 1274. Also das finde ich so von dem angesetzten Setting her einfach schon mal total interessant. Und das soll dann halt auch so ein Open-World-Action-Adventure werden. Und viel mehr weiß ich da bisher noch gar nicht so drüber. Aber das, was ich weiß, das reicht mir schon, dass ich richtig gehypt bin. Und das wird, denke ich mal, auch zum Release kommen hier bei mir. Ob das jetzt in 2018 kommt, das ist jetzt die Frage. Ja, das kann ich jetzt hier leider auch nicht so ganz beantworten. Aber kann ich recht wenig zu sagen, weil ich habe es gar nicht auf der Liste. Und wenn ich, was ich jetzt gerade so über das Spiel höre, erinnert mich so ein bisschen an Jade Empire seinerzeit mal auf der Xbox. War auch super heftig angehypt und ich hatte richtig Bock auch drauf, so feudales Japan und sowas und dann so auch so ein bisschen Action-RPG so ein bisschen. Das ist bei mir unheimlich schnell abgeflacht, die Begeisterung, obwohl es echt kein schlechtes Spiel ist, aber irgendwie, ich habe es noch niemals durchgezogen irgendwie. Von daher, naja, habe ich jetzt mal auf die Liste mit draufgepackt irgendwo, ne? Dadurch, dass du es jetzt genannt hast, hört sich schon cool an, aber also definitiv nicht sofort zum Launch, da warte ich erstmal ab, was so mit dem Spiel passiert. Und bei dir, Christian? Ja, ich hab's auf dem Schirm, das auf jeden Fall. Ich bin ja eh so einer, der so auf dieses Japan-Setting so übelst steht. Deshalb warte ich mich viel an und auf Assassin's Creed in dem Setting. und ich denke mal, das könnte erstmal gutes Futter zum Beschwichtigen werden.
Ja, das denke ich nämlich auch so. Vom Gameplay her soll das ja durchaus ein bisschen in die Richtung von Assassin's Creed gehen. Auch genau. So, ne, du kannst entweder voll drauf und Knüppel aus dem Sack oder du schleißt halt von hinten an mit deinem Buttermesser und schnitzelst die kaputt. Ne, also, das ja. klingt schon sehr nach Assassin's Creed und halt Open World, Action Adventure und so. Und ja, Sucker Punch, die haben schon mal geliefert. Also, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig. Ja, berechtigt auf jeden Fall. Wie viel hat denn der Christian jetzt noch auf seiner Top 5? Ich habe 2, habe ich noch. Der Mirko auch, ne? Richtig. Ja, komm Christian, dann hau du erstmal einen raus. Oh, ich bin dran. und zwar geht es bei mir, ist jetzt wieder das Ding, aber angeblich soll es dieses Jahr wirklich rauskommen und das ist Shenmue 3. habe ich richtig Bock drauf. Ich könnte jetzt eigentlich sofort heulen, weil ich hatte damals den ersten und zweiten Teil gehabt, inklusive einer Dreamcast. Was ich verkauft habe. Damals, das sind ja quasi Klassiker, die ich dort aus meinem Besitz gegeben habe. War aber auf jeden Fall eine Spielereihe gewesen, die mich übelst fasziniert hatte. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich sogar 2-mal durchgespielt. Ja, was soll man dazu groß sagen? Wenn jemand hier dabei ist, der auf die Yakuza-Reihe übel steht oder der ja so einfach so ein Setting wie GTA nur mit richtig geiler Story haben will. Ich glaube, der ist bei Shenmue 3 richtig an der Stelle und ich freue mich so auf dieses Spiel und ich hoffe, wie die Sau, dass es dieses Jahr wirklich rauskommt, ich spielen kann und etwas über den Verlust meiner Dreamcast drüber hinwegkomme. Ja, ich kann zu Shenmue recht wenig sagen, weil Sega war ja nie so mein Thema und ich glaube, da haben wir sogar im letzten Podcast einiges drüber erzählt. Deswegen ist auch Shenmue an mir bisher vorbeigegangen. Ich höre natürlich viel von den Geschichten um diese Spielereihe und es sind ja Leute in Tränen ausgebrochen, als es seinerzeit angekündigt wurde, dass es so in Entwicklung ist, dass es ein Kickstarter-Projekt dafür gibt und so weiter. Das war ja damals der große Moment auf der E3. Und ja, klar, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es mal kommt, aber es hat bei mir jetzt auch nicht für diese Top 5 hier gereicht. Ja, also klar, ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich mit dem Gameplay-Prinzip noch nicht so richtig vertraut bin, also so Yakuza, GTA, so die Richtung, ja, ja. Sowas erwartet uns da mit einer geilen Story und hoffentlich extrem geilem Gameplay. Ja, und das soll auch auf jeden Fall noch in 2018 kommen. Das hat dieser Yu Suzuki, heißt glaube ich, der Mastermind dahinter, ne? Der auch schon die ersten zwei Teile irgendwie zu verantworten hat. Und das soll auf jeden Fall noch im zweiten Halbjahr 2018 kommen. Was mich halt nur... Habe ich auch gerade so gelesen, als ich mich ja noch ein bisschen vorbereitet habe, dass es so für Sommer, Herbst irgendwann schon mal grob angetimt ist. Ne? Was mich halt nur skeptisch macht, ist, dass halt eine Kickstarter-Kampagne ist. Und ja, das ist das Problem. Ja, da komme ich halt auch so ein bisschen ins Grübeln. Und hast du auch schon mal so ein paar Screenshots gesehen, Christian? Ja, habe ich, ja. Das sieht noch so ein bisschen nach, fast PlayStation 2 aus, ne? Oder? Ja, sieht's auch. Ich denke, dass Shenmue 3, kann ich mir vorstellen, ist eigentlich mehr Fanservice am Ende. Also ich bin da auch sehr gespannt drauf, gerade auch, weil ich noch nie in Shenmue gespielt habe. Aber halt auch so ein bisschen vorsichtig skeptisch. Ja, wir müssen abwarten und ja, einfach mal sehen, wie die ganze Sache so wird. Weil so eine, wie Shenmue 1 und 2, was da brilliert hatte, war ja auch der Soundtrack und so. Ja, müssen abwarten. So sieht's aus, würde ich auch sagen. Wir müssen abwarten und ein bisschen japanischen Tee trinken. Ja. Ja, aber auf jeden Fall interessant, ne? Ist auch wieder so ein Ding, so, ja, was erwartet uns da? Und deswegen habe ich es nicht auf diese Top 5 geschrieben, wo ich es mir sofort holen würde, weil auch mir der Backkatalog einfach fehlt. Genau, wird spannend bleiben. Mirko, du hast auch noch 2 auf der Liste. Ja, jetzt mache ich mal so ein bisschen Werbung hier für 3 Nasen, wenn ich das nächste Spiel hier nenne, auf das ich mich sehr freue. Und was ich auf jeden Fall auch zum Release hier haben werde, und zwar A Way Out. Da bin ich tatsächlich sehr gehypt. Ich habe den Vorgänger noch gar nicht gespielt. Brothers Tale of Two Sons, also den, ne, was die Entwickler davor gemacht haben, das war so ein Spiel, wo man halt 2 Spielcharaktere simultan steuert und so ähnlich ist es hier ja auch. Und ich finde dieses Setting, diese Story total interessant. Also ein Gefängnisausbruch mit 2 Charakteren, die so interagieren und so ein richtig schönes Koop-Spiel. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich fand schon damals immer diese Filme cool, hier so Flucht aus Alcatraz und solche Sachen, ne? Fand ich schon vom Setting damals immer geil und ja, so vom Feeling her, vom Vibe her, hoffe ich mir hier sowas Ähnliches. Ja, finde ich auch definitiv absolut interessant, das Spiel. Und wo du gerade über Filme redest, da habe ich nämlich auch mal gerne geguckt, so Alcatraz oder The Rock und wie das alles hieß. Und ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen, wo Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone mitspielen, die auch so ausbruchplanen. Ja, genau.
wie hieß der nochmal? Escape Plan. Escape Plan, ich, ne? Genau. Okay, ja. Den kenne ich noch nicht. Was? Genau, schau dir den definitiv mal an. Aber ich würde dir auf jeden Fall den Tipp dazu geben. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Nicht auf Deutsch. Guck den bitte in Originalsprache mit Untertiteln. Okay. Weil das Problem in Deutschland ist ja, dass Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger beide denselben Synchronsprecher haben. Ach so. Sie haben sich für diesen Film dann dazu entschieden, Arnold Schwarzenegger einen anderen, oder hat doch Sylvester, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, einer von beiden hat einen anderen und das geht gar nicht. Das ist sowas von furchtbar. Okay. Deswegen bitte im Original mit deutschen Untertiteln. Ich glaube, Arnold war es gewesen, der die andere Stimme hat. Ja, genau, Arnold. Das, und das geht so gar nicht. Das wäre ja quasi so, als wenn ich bei den drei Nasen euch beide mitsprechen würde, ne? Wenn ich dann sage, so, und weil wir beide, Mann, wie fandst du den Rumble? Oh ja, ich fand den ganz gut. Genau. Aber ich staune ernsthaft, dass, gut, ihr sprecht auch Filme an und sowas, aber es erinnert doch dann schon eher an die Serie Prison Break, findet ihr nicht? Oder hat die keiner von euch gesehen? Hab ich noch nicht geguckt. Ach so, okay, weil da lag das sehr nah, weil das war ja auch zur E3, wurde das ja angekündigt mit und da war doch E3 mit gewesen. Ja, war's. Mhm. Und das war auch die Zeit, wo ich mit meiner Frau gerade Prison Break geguckt hatte. Und dann sehe ich das dort und denke mir so, ja, was denn hier los jetzt? Jetzt kommt das Spiel nochmal, weil es gibt ja von Prison Break schon ein Spiel, auch für die PlayStation 3 damals, glaube ich. Okay. Und jetzt halt dieses Setting nochmal dort und von so einem innovativen, ja, Entwickler, sage ich jetzt mal auch, ne, und der dort ja so von Herzblut geredet hat und was er in dieses Spiel reingesteckt hat und so. Ich bin da richtig gespannt. Und wie gesagt, Mirko, ich hoffe, wir wollen das ja gemeinsam let's playen, dass uns das Spiel keinen Strich durch die Rechnung zieht, dass es halt wirklich bloß so ein Couch-Koop ist am Ende. Ich hoffe, dass es halt ein Online-Koop ist, ne? Ja, das ist natürlich noch so das Ding, ne? Nicht, dass ich hier jetzt was angekündigt habe, was wir nachher gar nicht hinkriegen, ne? Also Couch-Koop ist schwierig, dann treffen wir uns auf halber Strecke irgendwo, ne? Oder ich mache Jahresurlaub bei Mirko, dann ist das halt so, ne? Genau, man muss auch Da muss man dann halt einfach mal durch, ne? Da bringe ich die Frau und die Katzen mit und dann haben wir richtig Spaß. Was mich ja noch so ein bisschen skeptisch macht, ist der Publisher, ne? EA. Ich hoffe, dass die da nicht irgendwie Einfluss nehmen, dass die Haze Light Studios heißen, die, glaube ich, die Entwickler. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja, heißen sie, ja. Dass die einfach so machen können, wie sie wollen, ne? Nicht, dass EA da auch einmal auch irgendwie Lootboxen drin haben will oder so. Ja, aber ich sage mal, ich würde mal nicht immer so auf EA schimpfen, ne? Weil eigentlich sind sie auch ein bisschen bekannt dafür, jungen Unternehmen dort auch ein bisschen mit unter die Arme zu greifen. Ja, manchmal kommen da so kleine Projekte, ne, die sie dann einfach schön machen lassen. Aber nach den letzten Stimmen, die man so über EA gehört hat, ich weiß nicht, da schwingt bei mir immer im Kopf gleich sowas mit, wo ich dann halt so ein bisschen, ja, Schiss habe, dass sie dann zu sehr irgendwie was ausbeuten wollen oder so. Ja. Also es war definitiv das Highlight auf der E3-Präsentation von EA, muss man mal so sagen. Und ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass EA das schon mitbekommen haben, dass sie da hoffentlich nicht abfacken. Ne? Sie haben ja hoffentlich selbst gemerkt, was da bei Star Wars 2 hier Battlefront, was da so abging. Und ich verspreche mir auch sehr, sehr viel von dem Spiel. Aber genau dieselben Bedenken, die ihr schon geäußert habt, ist das denn wirklich nur Couch-Koop oder geht das dann auch über online? Weil gerade bei uns drei Nasen ist es natürlich sehr schwer, mal einen Couch-Koop zu machen. Ne, wir machen ja hier quasi Funk from the East Coast to the West Coast und dann noch Mirko, der oben an der North Coast sitzt. Also das ist ja wirklich extrem heftig. Da Couch-Koop ist ja fast unmöglich. Ne? Ja, leider. Jungs, ich kann zu dem Spiel relativ wenig sagen. Ich fand den Trailer Hammer. Ich freue mich auch drauf. Ich habe es auch auf der Liste stehen, aber nicht auf den Top 5. Ne, weil ich auch da erstmal abwarte, wie ist das so im Singleplayer oder ist das auch wieder dann nur auf Multiplayer ausgelegt? Das ist bei mir der Gedanke, der noch. Ich kann doch mal eben ganz kurz was raushauen. Ich habe mir hier gerade mal die Seite von den PC Games aufgemacht und jetzt lese ich hier nur mal den ersten Satz oder die ersten Sätze. EA hat auf der E3 in Los Angeles erste Spielszenen angekündigt. Bla bla bla. Der Titel stammt vom neuen Studio Haze Light und konzentriert sich auf reines Koop-Gameplay im Splitscreen oder online, steht hier. Mein Herz ist wieder beruhigt. Sehr gut. Also so steht's hier drin. Das ist ein Artikel aus dem Juni 2017. Ich hoffe ja mal, dass sich da seitdem nichts dran geändert hat. Okay. Super, danke für die Info. Bitte. Das klingt schon mal super und dann machen wir irgendwie ein Drei-Nasen-Projekt draus, dass ich dann manchmal der Regisseur-Kommentar. Du synchronisierst den bösen Gefängniswärter. Ja, irgendwie sowas. Genau, Weidemann der Wachmeister. Ja.
Der lässt dann seinen Gummiknüppel schwingen, ne? Genau. Oh mein Gott. Ja. Jetzt habe ich wieder Bilder entstehen. Ich auch. Ja. Jungs, lass die Seife nicht fallen in der Dusche oder im Knast. Da. Ich nehme nur Duschbad. Ja. Und ich nehme Mirkus. Was? Nee. Moment. Nee. Es haut alles nicht mehr hin. Oh Gott. Nächstes Spiel. Genau, ich würde auch sagen. Ja, Mirko, du hattest jetzt quasi. Nee, wer hatte den denn jetzt genannt von euch beiden? Ich, der Mirko. Der Mirko, ne? Genau. Jetzt hat Mirko noch einen übrig und Christian auch. Mhm. Und ich auch, ja. Und der Weidemann auch, ne? Ja, wie gesagt, ich bringe meinen einfach mal zum Schluss. Da könnt ihr sowieso nichts zu sagen. Okay. Ja, Christian, mach dann du mal den letzten weg. Und ich mach's wirklich ganz kurz, weil es auch tatsächlich mein Platz 1 wäre, wenn ich eine Top 5 aufstelle. Es ist Ni No Kuni 2, wo wir vorhin schon ausgiebig drüber geredet haben. Ich habe schon lange kein Spiel mehr gehabt, auf das ich mich wirklich so sehr freue wie auf dieses Spiel. Und ja, ich habe nur Angst, dass dieses Spiel natürlich zu der Zeit rauskommt, wo ich meine Abschlussprüfung und so habe, dann so in dieser Zeit. Ja, das wird hart für mich. Aber da muss ich irgendwie durch. Kaffee wird's möglich machen. Wann steht denn deine Abschlussprüfung an? Naja, das ist so eine Phase, die beginnt eigentlich so ab Mitte April. Ja, und dann so für 2 Wochen. Dann ist halt nochmal hier auf Projektarbeit vorbereiten und machen. Und ja, das ist dann so, das zieht sich dann halt so bis Ende Juni. Okay. Ja, da fällt es ja eigentlich genau rein, wenn es jetzt beim aktuellen Release-Termin bleibt. Ne? Die haben es jetzt auf Ende März geschoben, also ja, in deine Phase, in der du eigentlich über den Büchern hängen solltest. Ja, super. Das wird ja ein richtiger Spaß. Ja, aber da sage ich wirklich, das rennt mir wirklich nicht weg. Und das ist ja, so ein gut, Spiel, das werde ich auch genießen. Und ich habe mir auch geschworen, ich werde dazu kein Let's Play machen. Ich werde es nicht streamen und was weiß ich nicht alles. Das wird wirklich mein Spiel für mich und meine Couch. Okay, ja, cool. Ich kann zu dem Spiel leider gar nichts sagen, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Ich weiß noch niemals, was einen da überhaupt erwartet. Ist eine Art JRPG, ne? Es ist, kann ich ja jetzt nur vom ersten Teil natürlich reden, es ist so ein JRPG mit Pokémon-Einflüssen, sage ich jetzt mal. Okay. Wenn du die Level-5-Games, also jetzt, sage ich mal, Professor Layton und so auf dem Nintendo 3DS gefeiert hast, dann weißt du ungefähr, wie die Zwischensequenzen so aussehen. Mhm. Es ist halt so komplett auf Trickfilm und Anime gehalten, also, und das finde ich total klasse. Und du kannst es auch halt, das Spiel war komplett auf, warte mal, genau, du konntest bei der Sprache nämlich einstellen, ob du es auf Englisch oder Japanisch hören willst, da hat man mich jetzt gehört, ja, auf Japanisch hören will, und dann kannst du das dann halt mit deutschen Untertiteln spielen. Und das ist total geil gewesen, dieses japanische Feeling dann noch mit dazu zu kriegen. Und ich hoffe, dass du das im zweiten Teil auch machst. Jetzt, wo du es gerade sagst, ist es mir auch eingefallen. Das ist dieses Spiel, wo die Zwischensequenzen und generell der ganze Grafikstil von dem Ghibli Studios quasi kommt, ne? Mm, genau. Ja, genau. Ja. Ah ja, okay. Ja, das hat natürlich was, ne? Wenn dann irgendwie wenn dieser Flair dann auch noch dabei ist von den japanischen Filmen. Ich habe ja früher auch gerne mal Mangas geguckt und wenn die dann so irgendwo auf Vox und so gelaufen sind, gerne auch mal im Original mit deutschen Untertiteln, das hat schon irgendwie so einen ganz eigenen Flair, da gebe ich ja zu. Aber irgendwie, ich bin da halt total raus aus diesem Manga-Gedöne und gerade die Ghibli-Filme, da habe ich ganz wenige von gesehen. Ja, wer weiß, ne? Vielleicht huckt es mich dann mal wieder. Da kann ich ja mal werden. Wir werden sehen. Kann ich ja mal so eine lustige Geschichte erzählen, wo ihr gerade sagt, so japanisches Original mit deutschen Untertiteln. Ich habe ja hier letzt Kingdom Hearts 3 habe ich einen Trailer von reingenommen mit in meinen Spiele, wo ich mich drauf freue, ne? Und dann, da ist ja dann Donald Duck und Goofy sind da so unterwegs halt mit diesem, ich weiß gar nicht, Sora heißt, glaube ich, dieser Junge, ne? Und dann habe ich halt einen Trailer gefunden und der war auch original japanisch mit deutschen Untertiteln. Und wenn ihr dann Goofy und Donald auf Japanisch hört, das ist ein bisschen sehr schräg irgendwie. Sehr gut. Das war total lustig. Ja, was ich bei Ni No Kuni schade finde, also sowohl bei Teil 1 und auch Teil 2, ist es, dass es das nicht für die Nintendo Switch gibt oder für Nintendo generell, weil ich finde, das ist ein Spiel so vom Design her wie gemacht für eine Nintendo-Konsole irgendwie. Ja, das war ja aber nun mal exklusiv für PlayStation gewesen. Ja, klar. Aber ich hätte es gerne auf der Switch gehabt. Aber ich freue mich da auch drauf. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, muss aber, wie gesagt, den ersten Teil nochmal erstmal nachholen. Mhm.
Das ist auch so ein Ding, ne? Weil den ersten Teil, da hatte ich ja schon keine Berührung mit und ja, deswegen kann ich generell zu der Reihe und so gar nichts sagen. Und auch da ist wieder so ein Ding, da hätte ich so ein bisschen Angst, direkt in den zweiten einzusteigen, wenn man von dem ersten keine Ahnung hat irgendwie, ne? Das hält mich so ein bisschen fern davon aktuell noch. Ja, und es hat halt auch einen Mörderumfang wahrscheinlich, ne? Also wenn der erste Teil schon so Ja. 70 Stunden braucht ungefähr, bis du es durch hast, dann wird der zweite Teil nicht kleiner sein, ne? Nee, wird er definitiv nicht. Da gehe ich auch mal von aus. Wehe! Ja, meine Güte. Ja, da kommt auf jeden Fall ein dicker Brocken auf den Christian zu. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass du trotzdem deine Prüfung gut meisterst. Das wird schon irgendwie. Vielleicht ist das Alles Thema klar. der Prüfung ja auch Ni No Kuni. Vielleicht hast du ja Glück. Oha, mal sehen. Mirko, was ist denn dein letzter Punkt auf deiner Top 5? Ja, mein letzter Punkt, das ist so ein richtiges AAA-Blockbuster-Spiel. Und zwar habe ich mir Far Cry 5 hier nochmal aufgeschrieben. Da freue ich mich richtig Ah, drauf. Ich bin ja. okay, habe ich so gar nicht drauf. Okay, ja, gerne. Lass mal einen hören Also, ich dazu. mache ja die Far Cry-Spiele grundsätzlich gerne. Ich habe die alle durchgespielt, bis auf den allerersten Teil. Ich fand sogar Teil 2 gut, wo die meisten drüber geschimpft haben, ne, von wegen Open World irgendwie und alles sieht gleich aus und bla bla bla. Aber mir hat das Gameplay schon immer so viel Spaß gemacht. Ich spiele einfach gerne Shooter. Ich mag Open World Spiele und in den letzten Teilen fand ich, haben sie auch immer coole Bösewichte mit eingebaut. Wenn ich noch an Vaas denke aus Teil 3 oder jetzt Oh ja. Paganin oder wie hieß der noch in Teil 4? Paganim, ja. Genau, die fand ich auch richtig cool. Also da haben sie dann auch coole Bösewichte mit reingebracht, ja. Und das Setting fand ich in den anderen Teilen cool. Und jetzt soll das ja halt hier so ein bisschen, dass du so ein bisschen auf Redneck-Jagd gehst quasi, ne? Das spielt jetzt ja in Montana irgendwie. Ja, wir jagen Sehr genau. Hillbillies, Und da soll dann irgendwie so eine Sekte unterwegs sein und so. Das fand ich, klang von der Story her schon interessant. Und ich habe halt einfach wieder richtig Bock auf so einen schönen Open-World-Ego-Shooter. Und ja, habe ich mir jawohl. Vorbestellt. Das kommt ja, glaube ich, auch schon im März raus. Ja. Kommt bald, ja, Mit genau. Ni No Kuni 2 und A Way Out, ja. Ja, genau. Wird wieder hübsch teuer, der März. Ja. Ja, habe ich natürlich auch Collector's Edition vorbestellt. Wenn schon, denn schon, ne? Also, ja. Ja, Hammer. Habe ich jetzt gar nicht auf der Liste gehabt, weil Far Cry habe ich immer mal wieder probiert und es hat mich nie gecatcht. Ich kann überhaupt nicht sagen, warum, weil jetzt zum Beispiel auch hier der Teil in Indien, ja, vom Ja. Setting her hätte es mich eigentlich total ansprechen müssen, aber irgendwie bin ich echt nicht dran geblieben. Also ich kann es absolut nicht erklären. Blood Dragon habe ich, glaube ich, noch am längsten gespielt. Dieses kurze Add-on, was es ja Ja, quasi ja, noch ja. gab, in diesem Ja. 80s-Style. Das fand ich so vom Style einfach nur super Ja, abgefahren. das habe ich ausgelassen, leider. Ja, habe ich damals irgendwie gratis mitgenommen. Da gab es bei Ubisoft so eine Aktion, dass man das irgendwie gratis runterladen konnte, irgendwie vor 2 Jahren oder so in einem Adventskalender. Da habe ich dann auf dem PC gespielt, um den mal so einzuweihen, meinen PC, den ich mir da damals neu geholt hatte. Jo, aber gut, ich gebe dir absolut recht, die Trailer sehen Hammer aus, ne? Wenn man so guckt, cooles Setting eigentlich, coole Idee. Ich schreck halt noch so ein bisschen davor zurück, weil es ist wirklich halt typisch AAA und weil ich eben auch denke, ja, Far Cry bis jetzt noch nie so richtig mit connected. Ich guck's mir auch erstmal an. Interessant sieht es auf jeden Fall aus. Christian, was kannst du noch dazu sagen? Ja, Far Cry 5 ist auf jeden Fall auch ein Titel, den ich mega auf dem Schirm habe. Ist ja tatsächlich ein Spiel, wo ich tatsächlich plane, das eventuell zu Let's Playen. Ich habe auch Far Cry immer schon geliebt. Ich fand bis jetzt war der dritte Teil der beste, aber das ist halt so persönliche Einstellung, das ist vollkommen in Ordnung. Der vierte Teil hat mich auch mega gecatcht. Far Cry Primal habe ich tatsächlich ausgelassen. Das habe ich noch gar nicht Ich gespielt. auch nicht. Obwohl man das ja jetzt mittlerweile schon für 15, 20 € kriegt. Aber habe ich, wie gesagt, ausgelassen. Aber der fünfte Teil, wie gesagt, das Setting, da juckt es mir schon richtig in die Finger. Und wie gesagt, ist tatsächlich eventuell, man will ja immer nicht beschreien, als Let's Play-Format bei mir geplant. Aber so ein großes Spiel, das ist dann immer so eine Sache, bin ich noch ein bisschen in der Findungsphase. Ja, Open World wird schwierig im Ja, Let's ja, Play, ja. ne? Ja. Ja, ich glaube, ihr habt alle eure 5 Titel genannt. Kann das sein? Jetzt hau raus, Genau. Weidemann. Jetzt bist du dran. Trommelwirbel. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt Ja. kommt. Ach, meine Güte, jetzt habe ich so spannend gemacht. Ich will einfach mal hoffen, dass das Spiel wird auch seinen Erwartungen, die ich da dran habe. Und übrigens auch der Herr Schauder von Dash FM. Schöner Gruß mal eben darüber, falls das irgendwann mal hört.
Ja, es wird ein VR-Titel. Hat man jetzt vielleicht schon gedacht, wenn ich schon über den Rainer so spreche? Der ist ja auch VR-Beauftragter. Ich hoffe, diese Rolle kann ich bei den Rheinasen auch erstmal übernehmen. Ne, auch VR, das bleibt ein spannendes Thema für mich. Und ich habe ein Spiel in der Demo-Version gespielt, was jetzt noch im Februar kommen soll, und zwar Moss. Das ist der Titel, den ich auf der Reihe habe. Und Moss, dahinter verbirgt sich quasi ein niedliches Mäuschen, was wir durch lustige Rätsel steuern. Und jetzt denkt man sich so, ja, wie soll denn das in VR gehen? Ja, folgendermaßen, man ist quasi echt nur Beobachter. So aus der dritten Person sieht man einen bestimmten Bildausschnitt, in dem kann man sich auch so ein bisschen umschauen, wie das halt so in 3D halt oder in VR gerne mal ist. Nur man hat halt nicht diese Motion Sickness Gefahr, ne? Man steuert jetzt nicht aus der Ego-Perspektive oder so, sondern ist wirklich nur Beobachter und steuert mit dem Pad, ganz normal, wie man so kennt, eine Maus durch, ja, so ein Bildausschnitt. Man kann mal so Vorsprünge irgendwie hochklettern oder sowas in die Richtung. Also es hat so ein bisschen Plattformer-Anleihen und dann erwarten einen immer so Rätsel. Ja, also was ich sehr bezeichnend fand in der Demo-Version, ist man quasi, da ist wie so eine Spieluhr, wenn man das so sagen möchte. Also so ein rundes Ding, was man bewegen und drehen kann. Und die Maus muss ihren Weg durch dieses, also es ist wie so ein Labyrinth quasi oder ein Irrgarten. Und die Maus muss da irgendwie durch. Und das Irre ist dann, du bist quasi Beobachter, kannst aber dich, wie das halt so ist mit der VR-Brille, auch nach vorne beugen und kannst dir dieses Objekt erstmal aus aller Nähe angucken. Und ja, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber ich konnte quasi auch mit meinem Kopf rein in dieses geschlossene Objekt, diesen geschlossenen Irrgarten, und konnte auch quasi mal gucken, wie ist er da drin so aufgebaut. Ich weiß nicht, ob das wirklich so gewollt ist, aber ich konnte dadurch das Rätsel ein bisschen besser lösen. Es ist unheimlich schwer zu erklären, aber ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen Bild davon machen. Es ist wirklich ein richtiges Knobel- und Rätselspiel und das so in VR. Man ist so mittendrin in dieser Fantasy-Welt. Es sieht alles so ein bisschen nach, ja, so ein bisschen, als ob ich jetzt in die Welt von Shrek und sowas irgendwie reingekommen wäre, so richtig niedlicher Märchenlook. Und ja, das sieht wirklich sehr interessant aus und ist einfach mal eine ganz andere VR-Erfahrung, als ich so bis jetzt so mit diesen ganzen Ego-Shootern und Gruselspielen und was es da so bisher gab, auf die ich mich jetzt total freue. Und wie gesagt, kommt noch im Februar. Ja, also natürlich, dieser VR-Schiene, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Und ich bin da sehr froh, wenn du da diesen Posten übernimmst hier bei uns drei Nasen. Also das machst du schon richtig so, um uns dort auch vor allem auf dem Laufenden zu halten, ne? Also, so wie du das jetzt erzählst, klingt auf jeden Fall mega interessant. Ja, bin ich dann auf jeden Fall sehr gespannt, was du dann Februar oder März oder wann wir uns dann wieder hören, so davon berichten kannst, ne? Weil klingt auf jeden Fall interessant. Ja, der sollte auf jeden Fall Bestandteil werden, wenn wir dann unseren Drei-Themen-Podcast wieder machen, kurz nach Ja. der WrestleMania, weil bis dahin habe ich es bestimmt auch zumindest angespielt. Ja, da kann ich da auf jeden Fall gerne was sagen, weil Drei-Themen heißt ja auch immer Thema Gaming, Thema Wrestling und dann noch irgendwas, ja, irgendwas, was wir uns dann noch spontan überlegen. Vielleicht wird es auch einfach die WrestleMania oder so. Gucken wir mal. Ja, das wäre dann mein fünfter Titel, den ich mir sowieso sofort zum Start holen werde. Ich hoffe, der kommt Retail. Ich weiß es nämlich gar nicht 100 Pro, ob der nur im Store oder ob der auch in Retail kommt. Ja. So, ja. Jetzt haben wir diese fünf Titel mal angesprochen. Der Mirko kann natürlich auch gerne noch was zu Moss sagen. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt im Bilde bist, was das so ist. Hast du mal einen Trailer gesehen oder Ich habe so? hier gerade einen Trailer laufen, während ihr hier so schön geredet habt. Und das sieht zuckersüß aus, auf jeden Fall. Auch sehr interessant irgendwie. Ist aber ja schade. VR habe ich ja noch nicht. Sonst wäre das vielleicht auch was gewesen, was ich mir mal gerne angeschaut hätte. Ja, Jungs, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? Wenn ihr mal in der Nähe sein solltet, weiß ich nicht, so Gamescom oder sowas Ja. vielleicht, gerne, ne? Also ihr seid herzlich eingeladen in die Casa del Weidemann und dann wird hier mal ordentlich VR geguckt und abgekotzt. Ne? Motion Sickness, ahoi. Nee, also so schlimm ist es ja in der Regel nicht. Ich hatte jetzt am Wochenende Besuch von einem Kumpel, der auch gerne zockt, vor allem so aktuelle Sachen. Und der war total neugierig und wusste gar nicht, dass ich eine VR habe. Und als ich das dann gesagt habe, sagt er so, Alter, wollen wir das mal eben machen? Und dann hat er, ah nee, er hat an dem Abend nichts getrunken. Genau, das war, glaube ich, auch sein Glück, weil der war ordentlich Motion Sickness anfällig. Oh. Aber er war so geflasht davon, der sah völlig fertig aus, als er sich das angeguckt hatte. Ich habe ihn dann auch durch so eine Achterbahnfahrt bei Rush of Blood geschickt. Das ist ja so ein Horror-Shooter von den Machern von Until Dawn.
Und also er sah völlig fertig aus, wo er die Brille abnahm, aber sagte nur so, Alter, wie geil ist das denn bitte? Und ich saß ja daneben und habe gesehen, was er so auf dem Bildschirm sieht, und er hat sich an so geilen Stellen erschrocken und so. Das war wirklich ein Schauspiel, da einfach ohne zuzugucken. Und er war so geflasht davon, dass er einen Tag später mir geschrieben hat, ja, rate mal, was ich gerade auf eBay gekauft habe. Oh, eine Kunsttüte. Deswegen ist nee, er hat ja selbst gesagt, dass er am Anfang ist es sehr ungewohnt, und diese Motion Sickness, wenn man da ein bisschen anfällig für ist, die kommt dann am Anfang erstmal richtig, aber wenn man ein bisschen durchzieht, dann legt sich das auch recht flott. Und ja, er hat jetzt einen guten Kurs auf eBay gemacht und hat sich das sofort gegönnt irgendwie. Also die Gefahr besteht natürlich für euch, wenn ihr da mal hier seid und euch das anguckt. Also man ist dann wirklich relativ schnell gehypt und will auf diesen Zug aufspringen. Das möchte ich nur mal vorwarnen, weil ich genau dieselbe Situation ja damals mit dem Rainer Schauder durchgemacht habe, als wir uns auch mal zu so einem Zockerwochenende getroffen hatten und er dieses Gerät dabei hat. Ja, aber VR bleibt spannend, und du sagst es selbst, das Ding sieht zuckersüß aus. Ich habe auch damals so bei den Erzählungen, habe ich so gedacht, ja, ach, so eine kleine Maus, ach, ja, wird mich schon nicht so catchen und so, aber es ist tatsächlich so, wenn die da so durchs Bild läuft und so nah an der Kamera vorbei, die man da quasi als Beobachter spielt, habe ich auch gedacht, so, ach, das sieht aber niedlich aus, ne? Ja, gehen wir mal von diesem Platz, glaube ich, runter. Ihr könnt ja nicht wirklich viel zu sagen. Es kommt in dem Jahr ja noch vieles, vieles, vieles anderes raus. Oh ja. Und ja, da dürfen wir jetzt auf jeden Fall nicht so ausführlich drauf eingehen wie auf unsere Top-5-Titel. Aber gerne könnt ihr jetzt auch mal so ein bisschen was vom Leder lassen, was da sonst noch so auf euren Listen steht. Honorable Mentions. Ja, Christian, soll ich anfangen, genau, oder willst du mal? Nee, leg ruhig los. Also ich habe ja eine lange Liste hier. Ich nenne einfach nur kurz die Namen, und ihr könnt ja einfach mal eine kurze Reaktion dazu oder einen kurzen Satz. Ja. Fange ich mal an mit Yoshi für die Switch. Oh, habe ich auch noch eine Liste. Habe ich auch. Cooles Jump'n'Run, da freue ich mich auch drauf. Trotzdem musst trotzdem erst Woolly World spielen. Ja, das stimmt. Das muss ich noch nachholen. Ja. Dann habe ich hier noch Spider-Man für die PS4. Ja, habe ich auch auf der Liste. Interessiert mich gar nicht. Dann habe ich hier noch Bloodstained. Das ist von den Machern von Castlevania Symphony of the Night. Oh, das sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Habe ich auch noch gar nicht gehört. Dann, ja, Secret of Mana bin ich einfach mal gespannt drauf, auf das Remake. Ja, ist vorbestellt. Ich freue mich total drauf. Aber wer weiß, vielleicht werden wir auch enttäuscht. Also ich bin da auch gespannt, wie du. Dann, ja, das weiß ich nicht, ob das 2018 noch kommt. The Last of Us 2. Ja, ist halt so eine Sache, ne? Ja, da steht hier bei mir auch mit 3 Fragezeichen. Ich würde sowas von abfeiern, wenn es 2018 noch kommt. Ich habe so Bock drauf. Dann, was habe ich hier als nächstes? Kingdom Hearts 3, wie schon erwähnt. Mit den japanischen Stimmen von Goofy und Donald. Weißt du, bei Kingdom Hearts habe ich echt das Problem. Ich liebe ja Final Fantasy und ich liebe das Disney-Universum, aber ich werde mit Kingdom Hearts nicht grün. Ich habe damals Kingdom Hearts auf der PlayStation 2 echt lange gespielt. Aber irgendwie, der Funke springt nicht mehr über. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wird es bei Kingdom Hearts 3 anders. Mal schauen. Dann habe ich hier noch ein neues Oddworld soll kommen. Oddworld Soulstorm. Ja. Okay. Dann ein Remake von Resident Evil 2. Ja, da bin ich hier. Da, scheiß auf Horrorspiele. Ich zieh's durch, definitiv. Okay. Dann Vampire, das neue Spiel von Dontnod. Ja, ja. Wird auf jeden Fall interessant, ja. Da bin ich fast ein bisschen skeptisch, aber Mega Man 11 habe ich hier noch aufgeschrieben. Habe ich auch mit auf der Liste. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Ne? Also Mighty Number 9 hat uns ja ordentlich abgeschreckt, würde ich mal sagen. Ja, aber Mega Man 11, ja, ich hoffe, es wird gut. Ich hätte mal wieder richtig Bock auf einen schönen Mega Man Run durch irgendeinen richtigen, also einfach mal so ein Teil durchspielen. Dann so ein Spiel, wo mir auch das Setting irgendwie total gefallen hat, einfach, aber wo ich vom Gameplay noch nicht viel weiß, Biomutant. Ja, das habe ich auch auf der Liste. Ja. Ja, fehlt bei mir. Habe ich irgendwie noch so gar keine Connection zu. Aber das, was ich dazu gehört habe, wo du gerade den Namen sagst, habe ich schon mal irgendwie was auch von gehört. Also bei irgendeinem Kollegen. Die Trailer sehen total interessant aus, aber man weiß immer noch nicht so wirklich, was das denn gameplay-technisch so ergeben soll. Dann habe ich hier noch einen alten Klassiker, den ich damals ausgelassen habe, der jetzt nochmal remastert wird, nämlich System Shock. Jo, habe ich auch auf der Liste. Geil. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ist so ein alter Shooter, glaube ich, ne? Genau, die Macher von Bioshock quasi. Okay. Ist
quasi so der geistige Vater System Shock. Oh, okay, alles klar. Komplett anderes Setting und so weiter und ganz andere Story, aber man merkt halt die Gameplay-Mechaniken, wo sie herkommen. Mhm. Dann ein Spiel, was es für die PS3 gab, wo ich viel Gutes drüber gehört habe, Catherine. Jetzt in der Full Body Edition, das soll auch 2018 kommen. Kommt da ein Remastered oder was? Ja, das wird auch irgendwie um Story-Elemente erweitert. Ich kenne das Original nicht, deswegen bin ich da. Sofort bestellt! Oh Gott! Der dritte Teil war so geil, Leute. Der dritte Teil, sage ich schon, auf der PlayStation 3, das war so geil. Da habe ich auch schon so viel Gutes von gehört. Ja, ich hab da auch so viele Storys drüber gehört. Es ist auch irgendwie so ein bisschen frivol, sagen wir mal. Ihr habt das Bede nicht gespielt, höre ich das gerade richtig? Was? Nee. Catherine, und ich weiß nicht. Nee, das war der gute Laune-Typ. Der hatte das jetzt ein Geschenk gekriegt von dem Zuschauer. Weil das ist ein Spiel, was auch richtig teuer ist, wenn man sich das für die PlayStation 3 jetzt nachkaufen möchte. Okay. Das ist quasi ein Spiel, Traumwelt und so Würfel verschieben. Also es ist im Prinzip gameplay-mäßig ein Logikspiel. Aha, okay. Und das Ding ist aber, diese Zwischensequenzen sind halt Filme. Also wirklich, vom Gameplay her ist es ein reines Logikspiel, wo du Würfel verschiebst. Mhm. Und aber die Filme machen dieses Spiel halt so geil. Das ist quasi wie ein Film, den du guckst. Und ja, Weidemann, es ist etwas frivol. Also aber ein Hammer-Spiel. Und wenn du jetzt sagst, es ist remastered, ich werde mir das definitiv holen, weil man konnte das meines Erachtens nach auch zu zweit spielen. Und das hat richtig Laune gemacht. Ja, das wäre ja wieder was für die Nasen dann vielleicht. Aber das... Da können wir mal was Frivoles, ne? Boah, ey, das hatte ich überhaupt nicht gewusst, ey. Und du sagst mir das gerade, ich grinse gerade wie so ein Honigkuchenpferd, du glaubst das gar nicht. Oh, danke für die Info. Bitte, bitte. Danke. Ich merke schon, Christians Ex-Freundin, Catherine. Genau. Ja, genau, sie ist wieder da. So, ein paar Sachen habe ich hier noch. Jurassic World Evolution soll kommen. Ja, das hole ich vergessen. Mir. Ja. Habe ich vergessen, auf meine Liste zu packen. Gut, dass du es sagst. Ne, so eine schöne Aufbausimulation, da gibt es viel zu wenig gute von. Ne? Und dann in diesem Jurassic World Setting. Und die Trailer sehen so gut aus. Mhm. Und vor allem von die Leute, wie war es hier, Frontier Development macht das ja, Rollercoaster Tycoon, die Leute können das. Die können so eine Spiele. Und ich habe richtig Bock drauf. Und das kommt. Das wird mich echt mal wieder an den PC locken. Ja, das gibt es, glaube ich, auch für die PlayStation dann. Das kommt im Juni, habe ich gelesen. Ach, das kommt doch für die PlayStation? Ich glaube schon, ja. Dachte ich. Jawohl. Glaube ich. Also, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Juni 2018 habe ich gelesen. Ja, genau. Ja, aber gerade so Aufbausimulation, da bin ich, glaube ich, eher am PC. Hm. Funktioniert, Weidemann. Glaub mir, ich habe Tropico 5 auf der PlayStation 4 gespielt. Es funktioniert. Okay. Ja. Na ja. Hm. Dann, oder wolltet ihr dazu noch was sagen? Nö, mach mal weiter. Also ein Spiel, wo der Vorgänger absolut Kult ist, aber den habe ich nicht gespielt, aber ich bin halt einfach neugierig drauf. Beyond Good and Evil 2. Ja. Dann ich. Auch einfach neugierig. Ja. Hat ja eine riesengroße Fanbase, dieses Spiel. Ja. Also das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Ja, also ich bin gespannt. Ich auch. Also der Trailer sah interessant aus bei der E3, aber da kommt man auch noch nicht viel draus abschätzen, ne? Was das so gameplay-technisch werden wird. Ich mag eigentlich Zombies nicht, aber mich hat der Trailer zu Days Gone bei der E3 interessiert. Ja. Habe ich auch auf der Liste, ja. Habe ich auch drauf. Dann ein Spiel, was ich mir sehr wünsche, aber wo ich sehr skeptisch bin in der Art, wie es umgesetzt wird, Final Fantasy VII, das Remake. Das ist ja jetzt schon seit 2014, 15 ist das jetzt angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht. Das soll dieses Jahr kommen, aber die wollen das in Episoden veröffentlichen. Das finde ich total Müll irgendwie. Was? Ja. Was? Echt, das wäre doch eine Pisse. Na eben. Das will ich, wenn dann in einem Stück gleich sofort haben und nicht in irgendwelche Episoden zerhackt. Also das verstehe ich auch nicht. Oh Gott, Sefriot, ich komme wieder. Dann, das wird wahrscheinlich erst 2019 kommen, aber Cyberpunk 2077 von den Witcher 3 Machern. Das habe ich auch auf der Liste, ja. Ich sehr nicht, interessant. Das sagt mir auch gar nichts. Geile Trailer jetzt schon, aber auch hier kann man wieder kaum erahnen, was einen da so erwartet. Okay. Na, man vermutet ja so wie Witcher halt nur in der Zukunft dann so ein bisschen, ne? Ja, wäre natürlich eine geile Sache. Dann, da weiß ich noch nicht, ob das was für mich ist, da lasse ich mich mal komplett überraschen. Skulls and Bones. Das habe ich auf der Liste, definitiv. Ich nicht. So, und jetzt 3 habe ich noch, dann bin ich auch endlich fertig. Ja, mehr kommt nächstes Jahr auch nie raus, denke ich mal.
Aber es alles gehabt, ne? Ja. Ja. Dieses Project Octopath Traveler, was von wem ist denn das? Also für die Switch kam, wurde das irgendwie angekündigt. Von Namco? Nee, Capcom? Irgendwie so ein cooles Adventure soll das sein. Mhm. Habe ich gar nicht drauf. Da kannst du die Demo für die Switch runterladen und spielen. Ich habe da mal so ein bisschen Gameplay zugesehen. Das sah eigentlich ganz interessant aus. Mhm. Also so ein bisschen im Stil von hier Secret of Mana oder sowas wie diese alten Adventure, nur im modernen Design irgendwie. So habe ich das irgendwie in Erinnerung aus diesen Trailern. Okay. Ja, und dann habe ich noch zwei Remakes von zwei alten Kultspielen. Und zwar einmal Medieval für die PS2. Mhm. Oh, okay. Da hatten sie doch bei der Tokyo Game Show, hätte ich fast gesagt, das hatten sie da angekündigt. Und das letzte, da freue ich mich tierisch drauf, Burnout Paradise, das Remake. Oh, da bin ich auch bei, definitiv. Burnout Paradise? Mhm. Also das habe ich grafisch noch so stark in Erinnerung, dass ich mir denke, was wollen sie denn da groß remastern? Aber warum nicht? Also da würde ich mir eher Burnout Takedown wünschen. Ja, das habe ich auch gedacht, aber ich bin einfach froh, dass ein Burnout kommt, weil ich diesen ganzen Need for Speed Schüssel nicht mehr sehen kann. Ja gut, du hast natürlich die Möglichkeit, bei so einem Remake zu sagen, ja, wir haben noch ein paar neue Spielmodi dazu gepackt, weil dieses Burnout... Diese Crash-Kreuzung, ne? Genau, diese Crash-Kreuzung und so. Kreuzung. Crash-Kreuzung, die Crash-Kreuzung kann man natürlich einfach mal so beifügen und sagen, das ist the great bonus. Great shit, yeah. Na, also das, mal gucken, was da kommt. Also Burnout habe ich auch immer liebend gern gespielt. Ich liebe Arcade-Racer, ne? Richtig geil. Und gerade nachdem die letzten Need for Speed-Teile alle so schön toll geworden sind, habe ich umso mehr Bock auf ein Burnout jetzt mal. Auf jeden Fall. Ja. So, dann bin ich auch schon fertig. Bei dir? Ja, das war's schon. Ah ja. Ja, Christian, hast du noch irgendwas, was du oben drauflegen kannst auf diesen riesigen Stapel an Spielen? Ich staune tatsächlich, dass nach diesem riesigen Monolog von Mirko ich tatsächlich noch, dass ich tatsächlich noch drei Spiele habe, die er nicht erwähnt hat. Und zum einen ist das Soul Calibur 6, wo ich mich richtig drauf freue. Endlich mal wieder ein neues Soul Calibur. Und dann, weil ich ja jetzt auch Retro-Konsolenbesitzer bin, der Switch, freue ich mich sehr auf Mario Tennis, das neue. Oh ja, das stimmt. Das werde ich mir definitiv, denke ich mal, auch schon zum Release holen, weil fragt mich nicht, warum. Ich liebe Tennisspiele. Ich habe die Topspin-Spiele geliebt. Ich habe Virtua Tennis geliebt. Ich habe Mario Tennis damals zu seiner Zeit geliebt. Ich stehe auf Tennisspiele. Und Mario Tennis soll ja einen Story-Mode wieder haben. Mhm. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Und das ich freue mich. Ich habe das ja in dieser Nintendo Direct Mini gesehen. Da haben sie gezeigt, wo er da Tennis gespielt hat gegen diese große fleischfressende Pflanze da zum Beispiel. Ne? Ja. Das sah total cool aus. Dann habe ich gleich auch noch ein Spiel. Ist mir gerade noch eingefallen. Aber mach du erstmal weiter. Na, Kirby? Kirby für die Switch? Toll. Ich dachte, den könnte ich jetzt mal nachlegen. Oh Gott. Und da freue ich mich drauf, weil Kirby, meine Frau liebt Kirby und Yoshi, das sind so das mag jede Frau irgendwie, da ist ja auch egal, Klischee wieder. und deshalb Kirby werde ich mir dann schön mit ihr wieder geben und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich weiß nicht, Kirby mag ich irgendwie nicht irgendwie. Das sieht aus wie so ein Hubba-Bubba mit angeklebten Augen irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie, ich mag das Viech nicht. Komisch, ganz komisch. Wie kann man denn eine kleine rosane Knutschkugel nicht mögen? Hast du kein Herz? Nein. Oh mein Gott. Das ist ja jetzt quasi ein Angriff gegen Christian. Was meinst du, warum Christians Frau den Christian geheiratet hat? Ja, weil ich wie eine große rosane Knutschkugel aussehe. Saugst du auch alles so ein in eurer Wohnung? Oder? Na, aber hallo. Okay. Ja, was hast du denn noch, Christian? Das war jetzt Mario Tennis, Kirby, Soul Calibur. Ah, ja, und dann bin ich durch. Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, das ist... oh Gott, noch mehr. Ja, komm, ich muss auch mal ein bisschen sabbeln, ne? Nee, ist ja richtig. Nee, Dark Souls für die Switch, da habe ich Bock drauf. Okay. Ah, überlege ich ja auch, ne, ob ich mir das für die Switch dann mal gönne. Ich habe ja noch nie Dark Souls gespielt und dann für die Switch das nachzuholen, dieses schöne Remastered dann auch noch, das wäre doch mal was. Geht mir nämlich genauso und das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, so in diesen Kosmos so einzudringen. Ne? Das stimmt schon, also da grübel ich auch drüber nach. Ich habe sogar noch ein paar Spiele, habe ich gerade gemerkt. Wahnsinn. Ja, ihr seid soweit durch, ne? Ja, ich bin durch, ja.
Ja, der Christian hat mir jetzt auch eine Menge weggenommen mit Soul Calibur und Kirby und so, aber ich habe hier noch zwei, drei Sachen stehen. Zum einen Call of Cthulhu. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich Horror, habe es ne? damals, ja, Horror, Ego, Perspektive. Habe ich damals auf der Xbox 1, also die alte Xbox halt gespielt. Das war eins der Spiele, die mit auf dieser gepimpten Xbox, die ich bei Ja, eBay mal ja, zufällig ja. Du, du, geschossen habe, du. drauf war. Du, 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 ist ja schon lange her, aber hat auch eine richtig geile Atmosphäre gehabt und ich fühlte mich ein bisschen wie bei Alone in the Dark, die ganz, ganz alten Teile auf dem PC, aber halt aus Ego-Perspektive so ein bisschen. Das ganze Dorf ist irgendwie gegen einen und ganz merkwürdige Gestalten, also das wird auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, es ist wirklich so ein richtiges Remaster von dem Ding, weil auch hier wenig Trailer und man kann nicht so richtig sehen, was da auf uns zukommt. Ich erzähle schon viel zu viel, merke ich gerade. Hat von euch jetzt, glaube ich, keiner auf der Liste gehabt. Was Nee, habe ich da nee, hinten nee. noch? Ich bin auch mal gespannt, was uns mit Nintendo Labo so erwartet. Habe ich auch mal Oh, mit ja. draufgeschrieben. Ach ja, genau. Tja, ne, also ob das alles von Pappe ist oder ob das eine Stange Geld wegfrisst, Ja, da sollen ja auch ne, ein Pappenstiel oder was. irgendwelche Gameplay-Mechanismen hinterstecken dann, ne? Da bin ich auch Ja, echt mal gespannt. genau. Kann ich mir noch gar nichts so Ja. drunter vorstellen. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, dieses Ding. Ich bin auf jeden Fall keiner von den Leuten, die sagen, ja, alles Müll brauche ich nicht. Und Nö. ja, Guacamelee 2 habe ich gerade noch auf einer Liste Oh, gesehen. ja. Oh Gott, wieso weiß ich das nicht? Oh Tja. Gott, wann soll das kommen? Habe ich noch nicht genau gesehen, wann es kommen soll. Auf der Also sieht. Switch? Ich glaube, das wurde auch auf der Gut. Tokyo Game Show angekündigt, ne? Dann ist das ja wahrscheinlich auf jeden Fall auch PS4, oder? Definitiv, also mindestens PS4 und PC, aber oder Xbox halt oder Switch habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Ich habe hier nur eine Seite, wo recht wenig Infos drüber standen, gefunden, gerade auf die Schnelle. Das kriegt man raus hier. Ich mache währenddessen schon mal weiter mit Ori and the Will of the Oh Wisps. ja, da muss ich unbedingt The Blind Forest noch nachholen. Genau. Auch da steckt man ja einiges an Spielzeit erstmal rein. Ich bin da auch noch nicht durch. Da muss ich gucken, dass ich das, bevor der zweite Teil rauskommt, noch zu Ende bringe. So, was hatten wir denn noch nicht? Was hatten wir denn noch nicht? Genau, hier ein schöner Tipp, den habe ich erst vor 2 Tagen gehört, als der Teledude endlich mal ein neues Video rausgehauen hat. Liebe Grüße an dich, mein Guter. Ja, ich Und hab's auch zwar geguckt. Crossing Souls heißt das Ja, Spiel. okay. Crossing Ja. Souls ist quasi ein Spiel, auch so ein bisschen im Pixel-Look. So top-down so ein bisschen, also man macht so ein bisschen Rollenspiel, Optik hat man und muss als Gruppe von Teenies ein Adventure lösen. Aha. Und das soll einen sehr nerdigen Hintergrund haben, viele so Anspielungen auf alles, was in den 80ern cool war, die Ghostbusters, Back to the Future und so weiter, hat so alles so leichte Zitate da drin. Und ich verspreche mir davon so ein bisschen was wie Stranger Things, das Videospiel, so ein bisschen, ne? Und die Zwischenszenen sind so richtig wie so ein 80er-Cartoon aufgemacht. Also das sieht richtig interessant aus. Sollte man auf dem Plan haben. Und zwar habe ich ja gerade schon mal gesagt, Crossing Souls. Kommt jetzt schon am 13. Februar. Also ist direkt um die Ecke quasi das Ding. Okay. Jo. Dann ein Spiel ist schon draußen. Ist jetzt im Januar gekommen. Inpatient heißt Aha. das. Ist ein VR-Spiel auch. Horror. Und man rennt da durch so eine Nervenheilanstalt, so wie ich das gesehen habe. Und hat, soweit ich das mitgekriegt habe, nur eine Taschenlampe. Es wird wirklich der absolute Horror. Ich habe echt ein bisschen Schiss, das Ding zu starten. Aber ich muss es spielen. Und jetzt überlege ich mal, das hatten wir, das hatten wir. Habe ich hier noch irgendwas stehen? Ach ja, Bayonetta 3 habe ich hier noch Ah, stimmt, stehen. das hatte ich ja auch. Oh, das habe ich total vergessen. Und ich hab's doch Allerdings. jetzt extra Let's Played. Eine Sache muss ich dazu sagen, und zwar habe ich Bayonetta auch noch keinen Teil wirklich durchgespielt und es gerüchtelt ja gerade, dass eine Trilogie dann erscheinen soll, möglicherweise auf Gott. der Switch, aber confirmed ist das alles noch nicht. Das wäre natürlich geil, weil die Trilogie wäre für mich natürlich das gefundene Fressen, um nochmal alle 3 Teile nachzuholen von diesem abgefahrenen Spiel. Mist. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Oh, Entschuldigung, beide mal. Mach du erst mal. Eine Sache habe ich auch noch und das ist, glaube ich, auch ganz schnell erklärt und zwar kein WWE 2K19, bitte. Weil 2K braucht unbedingt mal eine Pause und muss das einfach mal von vornherein neu aufbauen. Die letzten 3, 4 Ableger, die kamen, haben mich immer mehr enttäuscht und da muss dringend mal was passieren und hoffentlich nehmen sie sich mal ein bisschen Ja, Zeit. auf jeden Fall. Ja, Hatte der Christian nicht gesagt, irgendwie, dass ein Spiel auch von New Japan irgendwie kommen soll? er soll angeblich diesen Sommer erscheinen, ja. Das war nämlich das, was mir Jo. gerade noch eingefallen ist.
Genau, ja, das ist cool, dass du es nochmal ansprichst, weil ich habe es auch so ein bisschen aus dem Blick verloren. Wir hatten es ja im letzten Jahresrückblick angesprochen. Da freue ich mich natürlich total drauf, vor allem, weil ich jetzt gerade so ein bisschen dabei bin, mich in das Roster und so von New Japan einzuarbeiten. Also das wird richtig geil. Jo, ich glaube, das war es jetzt auch von meiner Seite zu 2018. Gut, klar, wir haben gerade schon gesagt, es gibt Spiele, wo man nicht so 100 pro weiß, kommen die oder kommen die nicht. Also Prime 4 habe ich hier mit 5 Fragezeichen. Gehe ich gar nicht von aus in diesem Jahr noch. Last of Us 2, naja, vielleicht noch eher. Vielleicht so zum Jahresende oder Beginn nächsten Jahres. Und noch eine Sache, die ich von dem lieben Dennis von Game Menschen gehört habe. Und zwar hat er gerüchteln hören, dass es einen Ableger von Wario-Land geben soll. Und zwar quasi ein Remake oder eine Weiterentwicklung von Wario-Land auf dem Virtual Boy. Weil es ist mit das, also das ist eigentlich das geilste Spiel, was es auf dem Virtual Boy gab, aber es kennen halt kaum Leute. Und von daher wäre das für den 3DS vielleicht nochmal eine richtig geile Sache, weil man den 3D-Effekt und so da auch sehr gut reproduzieren kann. Und das wäre natürlich eine coole Sache, wenn sie das nochmal bringen, weil das Spiel ist wirklich genial. Ich habe es schon mal kurz angezockt auf meinem Virtual Boy. Und das nochmal eine breitere Masse zu präsentieren, das wäre wirklich cool. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr auf der Liste habt, wo man so überhaupt nicht weiß, ob es dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr kommt? Naja, das Ace Combat war es ja bei mir bloß gewesen, ne? Ja. Ich habe da jetzt soweit sonst auch nichts. Ich hoffe ja immer noch ganz stark auf ein Bloodborne 2, aber da hört man ja noch gar nichts. Da weiß man noch nicht mal, ob es entwickelt wird, ne? Aber das ist so mein größter Ja. Wunsch im Moment. Jo, cool. Haben wir eigentlich einen richtig schönen Roundup des Jahres 2018 gemacht und wir sind jetzt auch schon bei fast einer Stunde 50. Meine Lieben, bevor wir jetzt noch irgendwie groß Zeit verlieren, würde ich sagen, wir haben richtig schöne, schmackige Ausgabe hier zusammengezimmert und über ein Thema wirklich ausführlich und zu meiner vollsten Zufriedenheit geredet. Ich lasse euch noch gerne die Möglichkeit für ein paar letzte Worte, bevor ich hier den Sack zumache für heute. Wir haben ein Ziel erreicht. Ist das nicht mal was? Ja, das ist richtig. Und sogar ungefähr so die Zeit, die wir uns so vorgenommen haben, dann am Ende. Ja, ich fand es auch. Es war ein richtig schöner, interessanter Überblick für das Jahr 2018 gewesen. Ja, gut, was im Endeffekt draus wird, steht bei manchen Titeln halt noch ein bisschen in den Sternen. Aber ich denke mal, für jeden sollte was dabei sein. Und ich persönlich weiß nicht, wie ich das alles überhaupt spielen soll. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, genau, ja. Ja, ich glaube, ich muss auch meinen Job kündigen. Also wenn ich hier mal meine Liste so durchgehe, was hier so alles kommt, was ich alles spielen will, das schaffe ich ja niemals. Also der Pile of Ja. Shame, da brauche ich bald einen extra Raum für, fürchte ich. Ja, und dann gibt es auch noch so viele Sachen, auf die ich mich in 2018 freue, die jetzt gar nicht so explizit ein Spiel sind, sondern die so allgemein mit Gaming zu tun haben, ne? Wie geht das mit der Switch insgesamt so weiter? Kriegt Oh Microsoft ja. nochmal die Kurve mit der Xbox? Was wird uns bei der E3 so Schönes angekündigt? Schaffe ich es dieses Jahr mal auf die Gamescom und kann die drei Nasen oder die anderen zwei Nasen vielleicht sogar mal live sehen? Und, la und lauter solche Sachen. Also ja, Auf jeden Fall. wird ein Ä Ja, das Jahr 2018 bleibt spannend, genau, ihr habt es schon gesagt. Und genau, auch so diese Themen, die so rundrum passieren, ja, also dafür sind die drei Nasen ja auch da, dass wir sowas immer mal wieder rauspacken, wenn wir uns zusammensetzen und darüber reden. Also aus Gaming-Sicht wird es definitiv nicht langweilig. Allein die Spiele, die rauskommen, sind schon der Wahnsinn. Und wer weiß, was da noch für Überraschungen auf dem Weg lauern. Meine Lieben, ich danke euch für diesen netten, angenehmen Schnack. Der hat mir doch den Freitag, an dem wir das aufzeichnen, richtig versüßt. Jetzt kann ich richtig geil ins Wochenende starten. Und ihr beiden macht jetzt gleich noch weiter und nehmt eine Ausgabe. Ja, wie soll man es überhaupt nennen? Ihr nehmt einen Recap auf zu Royal Rumble und auch Takeover wahrscheinlich von NXT, ne? Ja, je nachdem, ob Mirko Lust hat, über Takeover zu reden, aber ich bin mir Ja, ganz sicher, natürlich. Mirko will auf jeden Fall labern. Und deshalb wird es auch der Takeover mit werden. Aber es ist richtig. Eine schöne Review, Royal Rumble und Takeover ist geplant. Ja, und damit starten wir quasi die Nasen-Wars oder die Nasen-Night-Wars, so habe ich das so schön genannt. Denn ich habe ja quasi heute, beziehungsweise in dieser Minute müsste es schon veröffentlicht sein, ich habe da so eine Automatik eingestellt, mit dem Kai von KBM Place, den ich an der Stelle nochmal ganz lieb grüßen möchte, rausgehauen, eine Ausgabe Weidemania und habe auch dazu quasi dann schon mal Goodbye zu den Reviews bei Weidemania gesagt. Das ist nämlich das letzte Review einer Großveranstaltung von der WWE, denn das werden wir zukünftig hier bei den drei Nasen machen, indem wir drei bekloppt uns über das Thema Wrestling und die großen Pay-per-Views unterhalten. Entweder machen wir das auch in Einzelausgaben, wie das jetzt hier zum Thema Gaming, oder wenn es halt passt, in diesen 3-Monats-Rückblicken. Das nächste Mal definitiv bei der WrestleMania.
Jetzt komme ich selbst schon durcheinander. Nasenmania. Genau, dann heißt es nämlich im April heißt es Nasenmania, wenn wir die WrestleMania reviewen. Aber davor noch eine super Sonderausgabe im März. Da könnt ihr euch schon mal alle drauf freuen. Wir laden uns einen Gast ein und machen ein Kreuzverhör. Ne? Im Kreuzverhör mit den drei Nasen heißt es dann. Wir verraten natürlich den Gast noch nicht. Das wird spannend. Meine Lieben, das war richtig schön. Ich mache jetzt einfach mal den Sack zu und sage vielen Dank fürs Zuhören, bevor wir hier noch die 2-Stunden-Marke knacken. Schön, dass ihr unsere Ohren wart. Wir sind eure drei Nasen und wir sagen tschüss, bis demnächst. Man riecht und hört und sieht sich, ne? Tschüss. Tschüss. Ja, macht's gut.